Liebe Zuschauer, ein allerherzliches Willkommen bei Blaupause TV. Heute mit einem Thema, was mich seit Jahren schon fasziniert. Dann ist es irgendwie wieder ein bisschen weit aus meinem Gedächtnis gekommen und der glückliche Zufall hat geholfen oder vielleicht auch die Vorsehung, wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Wir reden heute über die Palmblatt-Bibliothek. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gehört. Gab schon vor Jahren auch mal Sendungen auf anderen Kanälen und ich habe einen Gast eingeladen, der sich seit vielen Jahren sehr, sehr bemüht, Reisen macht, auch Lesungen macht. Bleibt gespannt. Es geht nicht weniger um vielleicht das Schicksal von jedem Einzelnen, von allen. Wir werden gespannt sein. In diesem Sinne begrüße ich Thomas Ritter. Herzlich willkommen in der Sendung. Hallo und danke für die Einladung und natürlich auch ein ganz herzliches Hallo an alle, die uns hier zuschauen. Viele Grüße aus Dresden. Dankeschön für die Möglichkeit, hier in der Sendung mal über dieses Thema zu sprechen. Ich bin ja froh. Ich habe ja sonst auch immer auch mit grenzwertigen Themen zu tun und auch natürlich irgendwie auch mit den tagesaktuellen Sachen zu tun. Aber auf diesen Termin habe ich mich besonders gefreut, weil es ein Thema ist, was mich persönlich einfach irgendwie schon damals angetriggert hat. Ich habe dich, wie gesagt, in einer Sendung gesehen, habe mir dann ein paar Bücher gekauft. Ich glaube, die hattest du sogar auch empfohlen und hatte eigentlich auch vor, weil ich teaser das mal an, in den Büchern steht so ein bisschen drin, wenn es für dich vorgesehen ist, kommt das Thema zu dir. Und dann hatte ich dich bei Facebook gesehen gehabt und dachte mir, jetzt ist mir das wieder, und es kam, auf einmal war alles wieder da. Ich sage, jetzt schreibe ich dich an und ich bin wirklich froh, dass es geklappt hat. Ich weiß, dass du sehr, sehr viel zu tun hast. Ihr habt sehr viele Termine, insofern herzlichen Dank dafür, aber ich freue mich sehr drauf. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, gib unseren Zuschauern vielleicht einen kleinen Einblick in dein Leben. Du hast schon gesagt, du kommst aus Dresden. Wo kommst du denn grundsätzlich her? Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Gut, das ist schon eine ganze Weile her. Eigentlich begann das in Kindheit und Jugend, bedingt vielleicht auch durchs Elternhaus. Also meine Mutter ist berufsbedingt viel unterwegs gewesen, hat mich auch, wenn es immer ging, mitgenommen. Es war ja nicht so, also wie das heute so ein Klischee ist, dass man also zu DDR-Zeiten eingesperrt gewesen ist. Man musste sich halt mal ein bisschen kümmern. Bei uns in der Familie hatte niemand das Parteibuch. Ich bin trotzdem sehr oft in der Sowjetunion gewesen bei guten Freunden. Ich habe die Mongolei sehen können. Ich habe Teile von China sehen können. Das hat einfach mit den Reisen und mit unseren Freunden zu tun. Bin also in dem, wie es hieß damals, RGW. Ne? Da bin ich relativ weit herumgekommen. Und das hat natürlich auch dieses Interesse an anderen Kulturen und dann anderen Lebensstilen geweckt. Und dann natürlich, als die Mauer fiel, habe ich mir beschlossen, den Rest der Welt anzuschauen. Also das Reisen und die Neugier an dem, was hinterm Horizont ist, an fernen Völkern, an fremden Gestaden, also das ist sozusagen von der Kindheit an, hat sich das entwickelt. Ich habe sehr viel gelesen, Geschichte, Geografie, das waren so die Lieblingsfächer neben Deutsch in der Schule. Und es war aber natürlich nie gedacht, dass ich da mal mit meinem Lebensunterhalt verdienen werde. Ja, also das war eher so als Hobby. Und dann, nachdem die Mauer sich öffnete, sozusagen die große weite Welt, habe ich mich natürlich auch mit grenzwissenschaftlichen Themen beschäftigt. Das fing an mit Erich von Däniken, den ich 90 kennengelernt habe. Als Junge habe ich seine Bücher gelesen. Nicht auf Deutsch, die gab es in der DDR nicht, aber die Sowjetunion hat sie verlegt. Ich habe sie mir für 15 Cent im Gumm gekauft an der Buchhandlung und habe sie dann auf Russisch gelesen. Na, da hatte der russische Unterricht auch seinen Sinn gehabt. Dann, wie gesagt, ab 90 hatte ich dann auch direkt Kontakt mit Erich. Der hat also sozusagen dafür gesorgt, dass ich in dieses Thema dann breiter eingestiegen bin. Und es ging dann über das Thema der Ancient Aliens, über die Geschichte in Südfrankreich, Rennes le Château, das ich 1992 besucht habe, bis hin eben dann zu diesen exotischen Themen, halt Indien, Südostasien, Palmblatt-Bibliotheken, Zukunftsdeutung. Und das beschäftigt mich seit 30 Jahren. Ich war 1993 im August das erste Mal in Indien und hatte dort meine erste persönliche Palmblatt-Lesung. Auf das Thema gestoßen bin ich allerdings ein Dreivierteljahr eher im Zusammenhang mit, ich weiß nicht, mancher wird sich vielleicht noch erinnern, damals gab es im deutschen Privatfernsehen, man höre und staune, auch noch Sendungen, die sich wirklich ernsthaft mit spirituellen und grenzwissenschaftlichen Themen auseinandergesetzt haben. Und eine dieser Serie hieß Fantastische Phänomene. Mhm. Ich glaube, das war der Rainer Holbe, der das damals moderiert hat. Und eine dieser Folgen dieser Serie beschäftigte sich am Rande, könnte man sagen, nur am Rande mit dem Thema Palmblatt-Bibliothek, weil da war ein Autor eingeladen, den ich inzwischen auch kennengelernt habe, ganz lieber Kollege, der Holger Kersten. Und der hat ja ein fantastisches Buch geschrieben, wo die ganze neutestamentarische Geschichte halt in Frage stellt. Das Buch, der Titel lautet Jesus lebt in Indien. Und er kann das auch sehr gut belegen, seine These. Aber das war
für mich jetzt nicht das Hauptthema. Ich war inzwischen dort in Srinagar. Ich habe wirklich vor dem Jesusgrab in Kaschmir gestanden, im Hinterhof dieser kleinen Moschee vor diesem Schrein. Wirklich beeindruckend. Ich kann seinen Thesen auch viel abgewinnen, aber das war nicht das, was mich damals so interessiert hat, sondern er hat erwähnt, dass er von indischen Freunden in eine Pandla-Bibliothek gebracht worden wäre und dort hätte man ihn von antiken Manuskripten sozusagen sein Schicksal vorgelesen. Und wie es der Zufall, den es ja so nicht gibt, ne, hat ja viel mit Zufallen zu tun oder wie es eben das Schicksal so meinte, ich plante damals gerade meine erste Südostasienreise zusammen mit meiner damaligen Freundin und wir wollten halt nach Indien, wir wollten nach Sri Lanka und da habe ich mir überlegt, naja, wenn wir dann schon mal vor Ort sind, dann willst du aber auch in so eine Pandla-Bibliothek. Also habe ich dann den Holger Kersten angeschrieben oder die Redaktion da der Serie und habe gefragt, ob es da eine Möglichkeit gibt, da was zu machen. Und er war auch sehr freundlich, er hat mir also die Kontaktadressen von drei Bibliotheken zur Verfügung gestellt. Und die habe ich dann auch versucht, auf dieser ersten Reise zu besuchen. Bei einer hat es geklappt und das war gleich die erste. Die anderen beiden hatten keine Termine. Aber dort hatte ich dann, wie gesagt, im August 1993 meine erste Lesung und die war faszinierend. Also ich habe dort nur meinen Namen, mein Geburtsdatum angegeben, habe eine Handvoll Muscheln, das waren so 9 polierte Kauri-Muscheln, über einen Mandala geworfen und der Leser hat sich dann die herausgesucht, die mit der Öffnung nach oben lagen. Das waren bei mir 5 Stück und er hatte also die Angabe, meinen Namen, er hatte mein Geburtsdatum, er hatte diese Zahl 5 und er wusste vielleicht, dass ich also Europäer, aber vielleicht nicht Engländer bin. Also das war so alles. Und dann hat er vor meinen Augen aus so einem kleinen Schrein ein Manuskript herausgesucht. Diese Palmblatt-Manuskripte sind zusammengefasst, diese einzelnen Blätter in Büchern und hat dann das durchgeblättert, wie wir das eben machen, wenn wir halt ein bestimmtes Kapitel oder eine bestimmte Überschrift in dem Buch suchen würden. Nach 5 Minuten hat er ein Blatt herausgefunden, wo er sagte, das ist deine Information und ich fange jetzt erstmal an, die dir schriftlich zu übersetzen und zwar ins Englische, weil das Tamilische kannst du ja nicht verstehen. Also übersetze ich dir ins Englische und wenn das passt, diese Vergangenheit, die ich dir jetzt übersetze, dann werde ich dir auch übersetzen, was jetzt in der Zukunft für dich ansteht. Ja, dann hat er eine Dreiviertelstunde dort gearbeitet, ohne dass er mich irgendwas gefragt hätte oder sich versucht hätte, ja in Trance zu versetzen oder sowas. Er hat einfach abgeschrieben von diesem alttamilischen Manuskript in das Englische übersetzt mit teilweise einem Wörterbuch, was er da zur Rate gezogen hat. Und danach hat er mir dann die Texte gegeben und ich habe mich dann gefragt, wo ich das gelesen habe. Kennen wir uns irgendwoher? Mhm. Oder wer hat ihm das alles erzählt? Ja? Also er hat sozusagen mein Leben dort rekonstruiert und nicht nur das, sondern er wusste Ereignisse aus unserer Familiengeschichte. Also er wusste, dass mein Großvater von Anfang bis zum Ende im Zweiten Weltkrieg gedient hatte. Er hat auch die Jahre beschrieben, wann er halt an der Westfront war, wann an der Ostfront. Er hat gewusst, dass meine Großmutter Zeugin des Untergangs des alten Dresden gewesen ist. Also ich bin in der Nähe von Dresden in einem relativ kleinen Ort in Possendorf groß geworden. Dort hatte die Familie ein Haus. Das war auch genauso beschrieben, ja. Und das war eben der Wohnsitz für mich auch zur damaligen Zeit. Er wusste von wann bis wann ich in die Schule gegangen war, dass das in meinem Heimatort war. Er wusste dann meine weitere Ausbildung, also dass ich das, was man in CDR-Zeiten Berufsausbildung mit Abitur nannte, gemacht hat. Er hat also gesagt, du hast dann weiter schulische Ausbildung bekommen, um Zulassung zur Universität zu bekommen, aber hast nebenbei auch einen Beruf gelernt. Ja, also das hat er gesagt, er wusste auch wo, also in der nächstgrößeren Stadt, wo ich zur Welt gekommen war. Stimmte, weil ich bin nicht zu Hause geboren worden, sondern eben im Krankenhaus. Und die nächstgrößere Stadt war halt Freital. Und er hat gesagt, der Ort, wo ich meine Ausbildung gemacht hatte, wäre ein Werk oder ein Unternehmen gewesen, was sich mit der Herstellung und Formung von Stahl höchster Qualität beschäftigt. Das war das Edelstahlwerk in Freital. Ja. Also das hat alles gepasst. Ich war da völlig hin und weg, weil er auch wusste, dass ich in beiden deutschen Armeen gedient hatte. Er wusste, dass ich zu dem Zeitpunkt studierte. Und ich konnte es mir nicht erklären, woher er diese Informationen hatte. Und er hat gesagt, naja, es steht da alles geschrieben. Und da wollte ich natürlich dann auch wissen, was er so über meine Zukunft zu sagen hatte. Und wenn man dann so eine Lesung hat und sozusagen das Palmblatt identifiziert ist, also dass man sich auch selber wieder drin findet, das ist eines der Kapitel, wo es dann um den bisherigen Werdegang geht. Also man kann sagen, der Einstieg ist meistens eine Anrufung von hinduistischen Gottheiten. Die werden um den Schutz oder den Segen für die Lesung gebeten. Dann geht es um die konkrete Lebenssituation, also was machst du gerade? Was hat dich hergebracht? Na, was ist der Grund, warum du hier bist? Und von da aus geht es dann halt in die Vergangenheit.
wie bist du zu der Persönlichkeit geworden? Was hat dich geformt? Ne? Was hat dich bisher im Leben begleitet? Und wenn das alles geklärt ist, dann geht es wieder halt in die Zukunft. Zu Abschnitten von 2 bis 5 Jahren wird dann eben berichtet, was einen erwartet. Und diese Aussagen umfassen wirklich die gesamte menschliche Existenz. Also da geht es um die weitere Ausbildung, geht es um berufliche Entwicklung, geht es um die Gesundheit, um Partnerschaft, um die eigene Familie, natürlich auch um so spirituelle Themen. Was ist deine wirkliche Bestimmung und wie wirst du die leben? Also wird das dein Brotberuf werden oder ist das sozusagen nur das Hobby oder das Ehrenamt? Gibt es irgendwelche Gefahren finanzieller Art, gesundheitlicher Art? Gibt es irgendwelche Unfallgefahren? Wird es nochmal einen großen Umzug geben? Ganz wichtig natürlich auch, wie sieht es in Bezug auf Partnerschaft, Beziehung aus? Gibt es eigene Kinder? Gibt es Familiengründung? Wenn nicht, warum nicht? Ne? Solche Themen. Bis hin eben auch zu den spirituellen Themen der Verwirklichung der eigenen Lebensaufgabe und auch bis hin zum Lebensende. Also wenn man das will, kann man sich dort auch sozusagen seine Lebensspanne vorhersagen lassen. Aber die Palmblattleser wissen, dass wir Westler immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit der eigenen Vergänglichkeit haben. Ne? Das trifft ja viele. Und aus dem Grund wird man vorher gefragt. Also es ist das Kapitel 8 in der Lesung und da wird dann gefragt, ob man wirklich wissen will, wie alt man wird. Und ja, ich wollte es wissen. Also ich bin da ein neugieriges Wesen. Und mit der Tatsache, dass ich also so 82 Jahre, 3 Monate und 17 Tage alt werde, in dem Alter noch an Bord einer Flugmaschine, also wie Manna, ne, im Altindischen, einer Flugmaschine gehe. Es ist ein transkontinentaler Flug, es ist ein Nachtflug. Also es ist nicht der ADAC-Rettungsflieger, der mich dann ins Krankenhaus bringt, sondern es ist wirklich dienstlich bedingt und da an Bord dieser Maschine schlafe ich ein und am nächsten Morgen hat die Kabinenbesatzung das Problem. Ne? Nicht mehr ich, mich geht es da nicht mehr an. Und damit kann ich eigentlich recht gut umgehen. Ne? Damit kann ich recht gut leben. Es hat mir in vielen Lebenssituationen, gerade wenn es gesundheitliche Probleme gab oder wenn es eben mal nicht so lief, was die eigenen Pläne und Ideen anbetrifft, hat es mir sehr viel Kraft gegeben. Also das ist meine Aussage jetzt. Mhm. Und die letzten 30 Jahre ist jetzt schon eine ganze Zeit lang vergangen. All das, was sie mir gesagt haben, hat sich so auch bewahrheitet. Also ich habe damals, vielleicht als Hintergrund, ich habe damals Rechtswissenschaften studiert in Dresden und das Erste, was mir der Heimatlehrer dort gesagt hatte, das Remarmani, das war, ja, das ist eine Erinnerung an ein vorangegangenes Leben, mein Freund. Also im letzten Leben, da warst du mal Rechtsanwalt, aber das ist nicht das, was du in diesem Leben werden wirst. Ja, also für dich gibt es eine andere Bestimmung und zwar Menschen und Kulturen mit der Kraft des Wortes zu verbinden. Also, nee, was ist denn das? Also ich habe mich sehr eher als Rechtsanwalt, als Richter, möglicherweise als Staatsanwalt gesehen, aber nicht mit diesen etwas ominösen Aussagen. Also, naja, du wirst also viel lesen. Da habe ich gedacht, okay, das klingt gut, weil das mache ich gern. Du wirst viel reisen. Ich dachte, oh, das ist noch besser, weil das mache ich eben auch gern. Du wirst schreiben. Gut, das konnte ich mir vorstellen, weil damals hatte ich schon angefangen, über grenzwissenschaftliche Themen zu publizieren. Und ich sagte dann, mit dem Reisen und Schreiben wirst du dein Geld verdienen. Da habe ich dann gedacht, naja, mein Freund, also das glaube ich dir jetzt mal nicht, weil das war dann eher so ein Hobby und damit Geld verdiene ich, das konnte ich mir nicht vorstellen. Ja. Und dann sagt er, ja doch, es wird eben ein eigenes Unternehmen sein. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt das nicht. Also als gelerntes Ossi und freier Markt und eigenes Unternehmen. Das bestimmt nicht. Und es ist aber so passiert, also ich habe natürlich nicht, nachdem ich zurückgekommen bin, das Studium abgebrochen oder habe mich da anders orientiert. Ich habe ganz brav bis zum ersten Staatsexamen weiter studiert, aber habe gleichzeitig gemerkt, es ist nicht das, was ich will, also nicht das, wie ich mein Leben verbringen will. Und hatte natürlich über diese Erfahrungen in der Palmblatt-Bibliothek auch geschrieben. Da ist ein Artikel erschienen in der damals wohl größten oder ja, reichweitenstärksten Publikation, die es gab, die Esoterra, war eine wunderbare Zeitschrift, die allerdings die 90er wohl nicht überstanden hat. Und dort war es aber noch wirklich sehr, sehr populär. Und dieser Artikel brachte dann eine Einladung ins Fernsehen ein, in eine Talkshow, wo die Talkshows noch wirklich, sagen wir mal, im besten Sinne des Wortes Gesprächsrunden waren, wo man sich wirklich ausgetauscht hat. Und dann, das hat der Postbote jedenfalls so behauptet, hat er ein halbes Jahr nur für uns gearbeitet. Also die Post ist waschkörbeweise gekommen. Wir reden hier noch von der Zeit vorm Internet. Ne? Also Fax war schon noch ganz Hightech-Methode. Also ich habe mir ja sagen lassen, in den letzten 3 Jahren, so in bestimmten Institutionen in Deutschland ist Fax immer noch Hightech. Könnte ich mir nicht vorstellen, aber ist wohl noch so. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls damals, also per Fax, per Telefon, per Postkarte und Brief kamen die Anfragen und natürlich
die meisten mit der Intention, tolles Thema, wunderbare Erlebnisse, würde ich gerne auch mal erleben, aber ich traue mich nicht, weil keine Sprachkenntnisse, ich habe keine Ahnung, wie ich es organisieren soll, ich kenne mich dort überhaupt nicht aus, keine Ahnung von der Kultur, ich traue mich allein nicht, wie auch immer. Es kam die Frage, kannst du mal was organisieren? Und so habe ich dann 1995, also 2 Jahre nachdem das Ganze begonnen hatte, eine erste Gruppe von Freunden und Bekannten nach Indien begleitet. 1996 sind es Gäste. So hat sich das entwickelt, also hat das auch genauso gepasst. Und das war eben der Einstieg in diesen Werdegang. Wow. Ja, es ist hochspannend. Ich kann mir vorstellen, da wird es jetzt, dass das sich so ein bisschen aufsplittert oder so. Da gibt es jetzt die, die sagen, oh, mehr, ich will mehr wissen. Und da gibt es die, die sagen, ah, nee, schalte ich gleich wieder ab. weil es ist eben nicht nachvollziehbar. Ne? Ich meine, klar, in der spirituellen Szene kennen wir auch Orakel und all diese Dinge und dass man die Zukunft vorhersehen kann. Und wir werden ja noch ein bisschen genauer in das Thema einsteigen, was das überhaupt ist, wie das entstanden ist. Aber wenn man das so hört, ne, und dann denkt man sich, ja, okay, das gibt irgendwo in Indien da vielleicht eine Bibliothek, da steht was über mich. Alleine das ist ja schon gar nicht mehr greifbar für die allermeisten Menschen. Dann kommst du dorthin und der legt dir dein Leben offen hin, bis hin, dass du willst, bis zum Tod. Mir stellt sich sofort die Frage, aber die beantworten wir vielleicht zum Schluss. Wenn du es weißt, hast du noch Einfluss oder nicht? Weil es würde ja bedeuten, letzten Endes, dass alles determiniert ist. Es ist alles geschrieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das so einfach ist es nicht. Also das können wir jetzt natürlich gerne auch beantworten. Und zwar ist das etwas, was im Hinduismus natürlich detaillierter oder sagen wir mal differenzierter betrachtet wird als bei uns. Wir sind natürlich immer so schnell mit diesem Schwarz-Weiß-Schema bei der Hand. Also entweder oder, ne? Entweder ist alles determiniert oder es ist der freie Wille. Die Hindus sehen das anders. Die sagen nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Mhm. Das heißt also, es gibt sowohl diese Vorherbestimmung, aber es gibt auch den freien Willen. Nur diese Vorherbestimmung ist kein blindes, waltendes Schicksal oder kein Gott, der uns hier irgendwie prüfen oder bestrafen will, sondern das, was wir mitbringen in dieses Leben, unsere Ausgangsbedingungen, das sind wir selbst. Das haben wir uns selber zurechtgebaut in vorangegangenen Leben, denn der Hinduismus und der Buddhismus kennt ja die Lehre von der Seelenwanderung, also dass die Seele durch viele verschiedene Leben wandert, um Erfahrungen zu machen. Interessanterweise, das frühe Christentum kannte es auch. Mhm. Es war auf dem Konzil von Nikäa, dass man mit 2-Stimmen-Mehrheit beschlossen hat, die Reinkarnation gehört nicht zum Kanon, und mit 1-Stimme-Mehrheit, Jesus ist der eingeborene Sohn Gottes. Also so viel zu dem Thema von geoffenbarten Schriften. Ne? Also das muss man auch immer ein bisschen mit Abstand sehen. Ne? Anderes Thema, zurück zu Palmblatt-Bibliothek. Die Hindus sagen, durch die Lehre von Karma und Reinkarnation haben wir natürlich eine Mischung aus Vorherbestimmung und freiem Willen. Also wir bringen bestimmte Dinge mit aus vorangegangenen Leben. Das ist das, was uns in diesem Leben geschieht. Das ist das, was passiert, was wir auch nicht ändern können. Also wir haben uns nicht ausgesucht, jedenfalls in dieser Ebene nicht, in welcher Familie wir geboren werden, in welchen sozialen Umständen, welche Chancen wir jetzt in der Schule oder im Arbeitsmarkt haben werden, welche Talente, welche Fähigkeiten wir mitbringen. Das ist alles außerhalb unserem bewussten freien Willen. Das ist eher auf der Seelen- oder auf der Atman, wird die Inder sagen, Ebene angesetzt, aber eben nicht in diesem Leben, das wir hier in dieser Welt führen. Und da sehen wir schon, da gibt es also mehr als nur den freien Willen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, warum sollte ich denn morgen wieder aus dem Bett steigen und mich in dieses Hamsterrad namens Alltag stürzen, weil es eh alles vorbestimmt. Ja? So einfach ist es eben doch nicht, ne? Weil wir haben eben sowohl Vorausbestimmung als eben auch den freien Willen. Den leugnet man im Hinduismus überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, das spielt eine wichtige Rolle, weil die Hindus gehen davon aus, in diesem Universum, in dem wir hier leben, gibt es 2 Prinzipien, also das des Lichtes und das der Finsternis. Und die beiden streiten miteinander seit Anbeginn der Zeiten. Aber keine Seite kann diesen Kampf gewinnen. Wir Menschen sind insofern besonders, als in uns diese beiden Prinzipien aufeinandertreffen. Ja, das heißt, wir haben den freien Willen, uns für die lichte oder für die dunkle Seite zu entscheiden. Und das macht uns in der Hinsicht besonders. Die Hindus gehen davon aus, unsere Aufgabe ist es eigentlich, beide Ebenen, beide Prinzipien im Gleichgewicht zu halten. Und wenn es das gelingt, dann geht es uns halt auch gut. Ja, das sehen sie als unsere Aufgabe an. Letztlich geht es aber darum, dieses Spiel von Geburt und Tod und Wiedergeburt zu überwinden, na, also indem man seine Erfahrungen sammelt und irgendwann mal die Spielregeln durchschaut und dann in die eigentliche Heimat, also ob man jetzt im Hinduismus sagt, man sitzt zu Füßen der
Götter. Im Buddhismus sagt man, man geht jetzt in Nirvana. Im Christentum, ja, man erreicht das Paradies. Ja, wie auch immer, wie man das nennen will. Es geht zurück zur göttlichen Quelle. Es geht zurück in die eigentliche Heimat. Und um das zu erreichen, bedarf es natürlich einer Entwicklung. Und um diese Entwicklung durchmachen zu können, braucht man Entscheidungen. Und für die Entscheidung ist auch ein freier Wille notwendig, weil ansonsten ergibt das Ganze überhaupt keinen Sinn. Und deswegen hat natürlich der freie Wille im Hinduismus auch seine Berechtigung und natürlich auch bei den Palmbibliotheken, weil das, was dort geschrieben steht, das haben Wesen vor etwa 7000 Jahren gesehen und sie haben es niedergeschrieben. Sie haben es gesehen in einem universellen Weltgedächtnis, was man in Indien als Akasha-Chronik bezeichnet. Wir kennen es, wie gesagt, eher als Weltgedächtnis. Um es mal ein bisschen modern zu erklären, ist es sowas wie eine Cloud, ne? Sowas wie ein großer Speicher, ein großer virtueller Speicher, in dem alles vorhanden ist, was in diesem Universum jemals existiert hat, was da ist und was jemals existieren wird. Nur eins gibt es in diesem Speicher nicht, das ist die Zeit. Ne? Das, was wir als Zeit empfinden, als Zeit messen, das existiert dort nicht. Wir haben ein Kontinuum der Gleichzeitigkeit. Und jeder, der sich mit Zukunftsdeutung beschäftigt, sei es mit Astrologie, sei es durch Tarot, der Blick in die Glaskugel, das Lesen im Kaffeesatz, will ich überhaupt nicht abwerten. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, diese Leute, die sehen können, die das zweite Gesicht haben, die haben auf ihre Art und Weise Zugang zur Akasha-Chronik, Zugang zu diesem Weltgedächtnis und darin sehen sie Dinge. Jetzt ist aber immer das Problem, was sehe ich konkret? Wie kann ich diese Bilder einordnen und wie bringe ich die in Zusammenhang mit meiner irdischen Existenz? Sehe ich Dinge, die in der Zukunft geschehen sind oder geschehen werden? Sehe ich Dinge, die schon vergangen sind? Sehe ich Dinge aus einer parallelen Welt? Das ist immer schwierig einzuordnen. Und viele Seher nennen deswegen auch keine Zeitangaben, beziehungsweise können es nicht. Bei manchen ist es natürlich auch schwierig, bestimmte Dinge, die sie sehen, einzuordnen, ob es jetzt eben Nostradamus gewesen ist oder ob es jetzt solche zeitgenössischen Seher wie der Waldviertler oder Irrmayer gewesen sind. All diese Leute sind ja geprägt durch, ich sage das immer, die eigenen Filter. Also mein Großvater hat immer gesagt, die Leute sehen bloß das, was ist. Ja, Kinder ihrer Zeit, und die Leute sehen nur das, was sie sehen wollen. Also das muss man natürlich immer berücksichtigen. Und wer selber durch Krieg und Kriegserfahrung geprägt ist, wird vielleicht bei großen Umwälzungen eher an einen dritten Weltkrieg denken, als an eine friedliche Lösung. Also das muss man halt auch sehen, was dort im Unbewussten abläuft. Aber bei den Rishis, also den Schöpfern dieser Panda-Bibliothek, war der Kanal wohl relativ klar und die Eindringtiefe relativ groß. Also sie haben die Schicksale von mehreren Millionen Menschen zu unterschiedlichsten Zeiten gesehen und sie haben auch gesehen, wie sich die Menschen als Kollektiv weiterentwickeln wird, wie es also mit uns zusammen weitergehen wird. Das haben sie, wie gesagt, aufgeschrieben. Zunächst erstmal nicht auf diese Palmblätter, sondern auf sehr dauerhaftes Material. Also da ist die Rede von Tafeln aus Stein und aus Edelmetall und Folien aus diesen sogenannten Panchalohas, also diesen fünf heiligen Metallen. Diese Bibliothek existiert noch. Die wird allerdings nicht genutzt, sondern die wird in einem Tempel im Sri Ekabaranatha-Tempel in Kanchipuram in Südindien wird die gehütet. Die ist da einfach eingelagert, hängt auch mit dem großen Materialwert zusammen, weil wenn ich von Tafeln aus Edelmetall spreche, ist es halt eben Gold und Silber. Und das zu nutzen im Alltag ist ein bisschen schwierig. Aber man hat von dieser Urschrift, hat man 12 Abschriften gefertigt, allein für Indien. Es gibt auch andere Länder noch, in denen diese Kunst der Zukunftsdeutung genauso existiert. Also in Bali zum Beispiel, in Indonesien oder in Kambodscha, in Myanmar, in Malaysia finden wir ebenfalls Palmblatt-Bibliotheken, genauso wie in Sri Lanka. Aber für ganz kurze Frage, hängen die miteinander zusammen? Also haben die alle vom Original sozusagen ihre Info? Oder haben definitiv, ja. Definitiv ist immer ein und dasselbe Original, wenn auch die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, in buddhistischen Ländern halt ein bisschen anders erzählt wird. Da sind es dann die Rishis und natürlich Buddha, der darf nicht fehlen. Ne? Im Hinduismus sind es eben nur die Rishis. Ja, das ist ein bisschen Unterschied, aber die Quelle ist tatsächlich die gleiche und die Abschrift wohl auch. Und man hat das eben abgeschrieben, damit es zum einen verfügbar ist, zum anderen aber auch, falls eben mal ein Teil dieser Informationen zerstört wird oder dem Vergessen anheimfällt, dass es immer noch eine Möglichkeit gibt, das weiter zu überliefern. Deswegen haben wir allein in Indien 12 große Bibliotheken, in denen bis heute diese Manuskripte gehütet und auch immer wieder abgeschrieben werden. Und es reicht im Prinzip, wenn ich in eine Bibliothek gehe, dann bekomme ich dort meine Informationen. Ich persönlich gebe es ehrlich zu, ich war inzwischen in 13 und meine Frau, die waren 7. Also jetzt etwas kürzer gehabt in der Zeit, wo wir zusammen sind, da seit 2014 hat sie also 7 Bibliotheken besucht. Ich habe also 25, 26 Jahre gebraucht, bevor ich meine 13 zusammen hatte. Aber interessanterweise, bei uns hat man auch immer wieder das Gleiche erzählt. Also man kriegt in den Bibliotheken immer die gleiche Info. Natürlich, muss man sagen, aus dem unterschiedlichen Gesichtspunkt.
Gesichtspunkt oder aus einem anderen Blickwinkel. Ja. Das hängt aber dann mit dem Leser zusammen, wo der seinen Fokus hinrichtet. Mhm. Es gibt Bibliotheken, die legen den Schwerpunkt auf den Alltag. Also wie geht es weiter mit Ausbildung, mit Beruf? Was macht die Gesundheit? Wie läuft es mit Familie? Wirst du mal ein Unternehmen haben oder wirst du halt im Angestelltenverhältnis bleiben? Solche Sachen. Ja. Also ist natürlich sehr praktikabel für die Alltagsgeschichten. Es gibt andere Bibliotheken, da liegt der Schwerpunkt auf den spirituellen Themen. Also was ist der Sinn meines Lebens? Was ist der Grund, warum ich hier bin? Da habe ich bestimmte Fähigkeiten, die ich zum Wohle des Ganzen einsetzen kann. Na, das erfährt man überall, aber die Wichtung, ne, der jeweiligen Themen, die ist unterschiedlich. Und wenn man so zwei oder drei Bibliotheken besucht hat, hat man so diesen roten Faden, der sich durchs Leben zieht. Und wie gesagt, ich war ja vor 30 Jahren zum ersten Mal da. Und du hast vorhin ganz recht gehabt, als du gesagt hast, also ein Teil unserer Zuschauer wird hier bestimmt wegschalten. Ne? Ich habe mir damals nämlich auch gedacht, nachdem ich meine Lesung da erfahren hatte, nachdem ich Lesungen für Einheimische erlebt hatte, habe ich mir gesagt, ja, also für mich ist das alles stimmig, das passt doch alles hier, aber wenn ich jetzt nach Hause zurückkomme und erzähle zu Hause jetzt meiner Mutter, meinen Großeltern, was ich hier erlebt habe, dann werden die sagen, ja, der Thomas, der war jetzt 8 Wochen in Indien. Ja, da kann das schon mal vorkommen. Ne? Ja, aber da fängt es schon wieder. Das wirkt schon wieder. Das verwechselt sich. Ich habe mir dann aber überlegt, wenn ich Thomas, das... Thomas, ganz, ich muss dich ein bisschen einbremsen, weil ich merke schon, die Leidenschaft spürt man und das finde ich so großartig. Liebe Zuschauer an der Stelle, ich weiß, es tauchen tausende Fragen auf. Ich auch, bei mir auch. Wir machen nicht nur eine Sendung. Wie gesagt, es wird auch, ne, wir ziehen das ein bisschen größer auf, damit wir da auch in die Tiefe gehen können. Aber bevor wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, lass mich noch mal ganz kurz zurückspulen. Ich würde gerne noch mal deine Impressionen, nämlich noch mal aus deiner Wahrnehmung. Wie war das für dich, das Gefühl, als du das erste Mal da wirklich warst und diese Lesung gemacht hast, du bist aus dem Tempel daraus. Kannst du dich noch an diese Emotionen erinnern oder sowas? Was war da? Ist das dann Anker gesetzt worden? Was auch immer. Erzähl mal ein bisschen davon. Ja, nee, also schon mal mit dem Tempel. Das ist es nicht. Es ist kein Tempel, sondern es ist einfach nur ein Privathaushalt. Mhm. Oh, jetzt also, das liegt kurz ja, jetzt bin ich wieder. Okay. Nee, also es ist jetzt kein Tempel, ne? Also kein heiliges Gebäude, was man vielleicht denken sollte, sondern es ist einfach ein Privathaushalt. Es ist ein Haus wie jedes andere und da steht im besten Fall des Falles draußen dran, wenn man in Südindien ist, Nadi Yotida Nilayam. Na, das ist der Begriff für im Tamilischen für Palmblattbibliothek. Im Norden findest du vielleicht den Begriff Prigusamita, aber nur wenn du Glück hast. Das heißt also, selbst den Indern ist das nicht wirklich vertraut, dass es solche Fähigkeiten oder solche Möglichkeiten gibt. Ich habe also in Kanchipuram in der Bibliothek eine Familie aus Bangalore getroffen und die sind da extra dahin gereist, weil sie eben eine Palmblattlesung halten wollten. Und ich habe so in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, naja, ihr wart ja bestimmt schon in der Bibliothek in Bangalore und jetzt wollt ihr bestätigt haben, ob das, was er euch erzählt hat, auch wirklich zutrifft. Na, ich sage, ich bin auch hier in meiner zweiten Bibliothek oder sogar in der dritten. Die ganze Familie guckt mich an und sagt, wieso? Bibliothek in Bangalore, wie kommst du drauf? Ich sage, ich habe hier gerade eine Visitenkarte. Guck mal hier, das ist die Adresse. Familienrat sitzt zusammen, alle brechen in helle, lautes Gelächter aus. Und ich sage, was lacht ihr denn jetzt? Ich sage, ich war in der Bibliothek, das ist wirklich gut. Sagt er, nee, wir lachen einfach darüber, das ist unser Viertel. Wir wohnen da, aber wir wussten nicht, dass es das dort gibt. Also sind extra in eine andere Stadt gefahren. So. Als ich dort rausgekommen bin, war ich natürlich erstmal platt im wahrsten Sinne des Wortes über das, was er mir gesagt hatte. Also gerade vor allen Dingen, dass die Vergangenheit so genau war und dass ich eben mich da wirklich selber wiedergefunden habe. Und ich kannte schon diese Legende, dass das Ganze eben vor 5000 vor Christus ungefähr aufgezeichnet worden ist. Also wir haben es wirklich mit alten Abschriften zu tun. Und dass da jemand vor 7000 Jahren ungefähr gewusst hat, dass es mich gibt und dass ich da irgendwo auch noch sozusagen wert war, aufgezeichnet zu werden, das war dann schon etwas bemerkenswert, sagen wir es mal so. Natürlich war ich aber auch nicht überzeugt, dass das jetzt alles sich so realisieren würde, so wie ich das vorhin auch gesagt habe. Also ich habe eben mein Jurastudium weitergemacht, ganz einfach, weil ich auch so erzogen bin, was du anfängst, bringst du irgendwie zu Ende. Ne? Das bricht das nicht einfach ab. Und dann haben sich aber diese Lebensumstände eben halt so ergeben, so wie es eben beschrieben war. Und ich habe, das kann ich ehrlich gewiss sagen, ich habe nichts anderes getan, als die Chancen, die sich dann boten, wirklich zu nutzen. Mhm. Denn ich gebe es auch hier ehrlich zu, ich bin ein naturgeborenes Faultier. Ich mache also keinen Schritt mehr, als ich muss. Ne? Und ich schätze auch die moderne Technik. Ich finde Leute, die auf hohe Berge steigen, einfach mal oben gewesen sein, finde ich faszinierend. Könnte ich mir für mich selber nicht vorstellen, weil mich reizt da oben nichts. Mhm. Ja, wenn da jetzt
eine vorzeitliche Siedlung oben wäre oder irgendwas, was ansonsten geheimnisvoll wäre, okay, da wäre es wahrscheinlich der Erste, der oben ist. Aber einfach nur mal so im Oben gewesen, nee, das nicht. Also das vielleicht so als Hintergrund. Und trotzdem habe ich aber dann, wie gesagt, das eben gemacht, was ich ergab. Und das hat mich sozusagen in diese Richtung geführt, in die es eben auch so beschrieben war. Ja, also ich habe nicht bewusst nach den Chancen gesucht, dass man sagen könnte, es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, das wäre auch vielleicht so eine Sache. Ja, also dass du das dann lebst, was dir gesagt ist, sondern nee, ich habe einfach nur mein Ding erstmal gemacht und dann gab es aber, öffnete sich die Tür und dann die nächste und ehe du dich versehen hast, warst du halt mittendrin. Und da habe ich mir dann gesagt, okay, naja, es läuft. Ne? Und wenn es läuft, dann machst du halt weiter. Und irgendwann mal, das war so 1997, habe ich dann bemerkt, dass ich mehr im Flieger saß, als eigentlich so mein zweites juristisches Staatsexamen so vorzubereiten. Also diese Referendarzeit, das habe ich immer wieder vor mir hergeschoben. Und da habe ich gedacht, na irgendwann, Menschen, wenn du so weitermachst, stellt das deutsche Finanzamt mal ganz, ganz dumme Fragen und das willst du nicht antun. Also trifft man eine Entscheidung und da habe ich mich mit meiner damaligen Freundin dann auch selbstständig gemacht. Das ging 2 Jahre lang gut. 1999 ging es dann auseinander und ich habe ja da diese Firma überlassen und habe dann nochmal neu gegründet. Und diese Neugründung, die gibt es heute noch. Da bin ich jetzt im 23. Jahr praktisch mit dieser Firma da seit 2000 praktisch tätig. Und ja, da sind natürlich neben Indien so noch viele andere Reiseziele dazugekommen. Jede Reise erzählt eine Geschichte. Aber ich kann schon sagen, es war wirklich dieser Besuch da 1993 in der Panda-Bibliothek, die also diese Veränderung vorgenommen hat. Weil wenn ich so zurückblicke, ich war zur Wendezeit bei der NVA und wenn das Weiterbestand gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich Offizier geworden. Ja, also jetzt nicht aus Karrieregründen, sondern aus Überzeugung. Ansonsten, wenn ich diese Panda-Bibliotheken-Kontakt nicht gehabt hätte, wäre ich heute wahrscheinlich Jurist. Einer, der vielleicht mit einer eigenen Kanzlei, aber eher angestellt, relativ unglücklich und immer auf der Suche nach Freizeitabenteuern. Also der würde dann so nebenbei sozusagen das machen, was ich jetzt hauptberuflich lebe, sozusagen. Weil ich trenne und das große Glück habe ich mit meiner Frau hier zusammen. Die ist genauso gestrickt wie ich. Wir trennen also nicht Beruf und Privatleben. Also es ist unser Leben. Ne? Mhm. Und wir müssen auch nicht Urlaub von irgendwas machen. Deswegen, wenn wir reisen und die Leute sagen, ja, macht schon wieder Urlaub, sagen wir, nee, eigentlich nicht, weil wir haben da wieder ein Thema, was wir gerade nachspüren. Ne? So, das sieht zwar dann vielleicht aus wie Urlaub, aber es ist einfach, es ist unser Leben. Ich kann auch nicht sagen, dass es Arbeit ist, sondern es ist halt unser Leben. Ne? Das spürt und man das, auch. Das spürt man bei dir sehr, sehr deutlich. Ne? Diese Wahnsinnsbegeisterung. Das ist schon eine halbe Stunde rum und das, ich gucke jetzt nicht auf die Zeit, aber einfach nur geballte Informationen, die Informationsdichte ist sehr hoch. Aber lass uns ganz kurz da mal einsteigen, dass wir nochmal das für den Zuschauer auch nochmal aufdröseln sozusagen. Also man sagt ungefähr vor 7000 Jahren von Rishis geschrieben, empfangen, nennen wir es ruhig mal Akasha-Chronik. Und dort ist sozusagen das Schicksal der Menschen, auserwählten Menschen, das wäre jetzt eine Frage, oder von allen ist es auch ein, man kann man ja auftrennen zwischen individuell und kollektivem Bewusstsein. Ja, Da sind sicherlich jetzt einige noch interessiert dran zu sagen, okay, ja, steht da mein Name auch drin? Ja, es ist ganz klar, es ist natürlich nicht für jeden Menschen auf der Welt ein Palmblatt geschrieben worden. Also die Arbeit haben sich die Rishis natürlich nicht gemacht, sondern die Überlieferung sagt, wenn es für einen bestimmt ist, dann findet man den Weg in diese Palmblatt-Bibliothek. Also wenn man sich vom Thema angezogen fühlt und sich dann entweder auf Indien auf die Strümpfe macht, dort halt hinreist und dann eine solche Palmblatt-Bibliothek besucht. Oder wenn man jetzt in unseren modernen Zeiten auch die Möglichkeit eines Online-Kontaktes in eine solche Bibliothek nutzt, das ist also praktisch wie eine Lesung vor Ort, nur dass es eben dann nicht in dem warmen oder sehr warmen Büro ist, ne, und dass man halt nicht in Indien ist, sondern gemütlich zu Hause sitzt. Ansonsten passiert da genau das Gleiche. Für Leute, die dort Interesse haben, dort findet sich auch das Palmblatt. Also das ist dann eben da. Aber andere Leute, die meisten von uns, die kommen ja damit gar nicht in Berührung. Jetzt vielleicht mal als Hintergrund. Ich habe inklusive der letzten Jahre, wo wir also einen Teil dieser ganzen Sache digitalisiert haben und der Reisen, seit 1995 habe ich vielleicht 4.500 Gäste betreut in Bezug auf diese Lesungen. Ja? Jetzt rechnen wir mal die 4.500 Leute allein mal auf die 84 Millionen, die jetzt in Deutschland leben. Wir rechnen mal die Schweiz dazu, Österreich, weil das sind die Gäste, die wir hauptsächlich betreuen. Aber wir haben auch Leute aus Tschechien, wir haben
Leute aus Polen, aus Dänemark gehabt, aus Luxemburg, aus Schweden, selbst aus den Staaten und aus England. So, und jetzt rechnen wir das mal auf die Bevölkerung. Das ist also ein Promilleteil. Ja? Und ja, also ist deswegen die Masse der Leute kommt mit dem Thema entweder gar nicht in Berührung oder wenn sie denn davon erfährt, ist es sowas wie, ach naja, also Horoskop in der Bild, ja, irgendwie dasselbe, na, hat eben der Inder geschrieben. Ne, so andere, ja, also da, wenn keine Resonanz da ist, wenn kein Interesse daran ist, weil es nicht zum Lebensplan gehört, dann gibt es natürlich auch kein Palmblatt, ist ganz klar. Naja, aber für diejenigen, für die es vorgesehen ist, und das wird dann so berichtet, das sind also Leute, die in bestimmten Situationen in ihrem Leben bestimmte Informationen für ihre weitere Entwicklung brauchen, weil eben diese Entwicklung nicht nur sie betrifft, sondern eben sie auch eine gewisse Auswirkung auf ihre Umgebung haben, also eine gewisse Strahlkraft haben auf bestimmte weitere Entwicklungen. Sie also nicht nur was für sich selber tun damit, sondern eben auch für die Allgemeinheit damit etwas schaffen. Sagt er, und diese Leute, die haben diese Informationen und die finden dann einmal in ihrem Leben auch den Weg dahin in eine solche Bibliothek. Und da die Hindus so ein zyklisches Weltbild haben, im Gegensatz zu unserem Linearen, hat auch jeder Mensch mehrfach in seinem Leben die Chance, eine solche Bibliothek zu besuchen. Also wenn es beim ersten Mal mit der Indienreise nicht geklappt hat. Wir hatten einen Gast, eine Dame, die hat 39 Jahre gebraucht, bevor sie dann die erste Bibliothek besucht hat. Aber sie hatte da eine Reise mit uns gebucht, wo wir insgesamt 3 Bibliotheken besucht haben. Und da war das Thema dann auch wieder geklärt. Ne? Da hatte sie dann entsprechende Bestätigung. Und das funktionierte. Aber du hast ja gesagt, ich wäre so begeistert von diesen Themen. Das bin ich. Ja? Weil es ist eine tiefe Überzeugung, dass das eben tatsächlich existiert und dass es wirklich ein Teil, aus meiner Sicht nur ein Bruchteil eines alten Wissens ist. Mhm. Aber das Thema ist natürlich, wie wird man so überzeugt? Ne? Man kann natürlich glauben, aber vielleicht hast du schon gemerkt, ich bin nicht so der Typ fürs Glauben. Ich will lieber wissen. Mhm. Und das war damals, weil wir sind immer wieder bei der Situation, die du vorhin angesprochen hast. Ich wollte nicht aus dieser Bibliothek rausgehen, ohne wirklich zu wissen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass wenn ich nach Hause komme und erzähle solche Geschichten, ja, das Elternhaus hätte gesagt, ja, da kriegt sie schon wieder ein. Die Kollegen an der Universität oder mein Professor, der hätte wahrscheinlich die Jungs geholt mit der weißen Jacke, die hinten zugemacht wird. Ne? Das war für mich auch das Thema. Ich sagte, du kannst es eigentlich keinem vermitteln, was du erlebt hast, es sei denn, du hast nach westlicher Art und Weise einen Beleg. Und da habe ich natürlich gesagt, das Einzige, was hier als Beleg fungieren könnte, ist dein Palmblatt. Und habe den Leser gefragt, ob ich das Palmblatt mitnehmen kann. Und das Sri Ramani war völlig verblüfft, weil die Frage hat ihm wahrscheinlich noch niemand gestellt. Er hat sich dann vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde nochmal in den Text vertieft auf dem Manuskript, hat nachgelesen und dann hat er gesagt, ja, ich gebe es dir mit, aber erzähl zu Hause ja bloß nicht rum, dass bei mir jeder sein Palmblatt kriegt. Sagt er, das ist eine absolute Ausnahme, die ich hier mache und die mache ich nur, weil es da geschrieben steht. Sagt er, hier steht, wenn der Klient nach dem Ende der Lesung nach seinem persönlichen Palmblatt fragt, dann soll es ihm mitgegeben werden. Also hier, bitteschön, hast du es. Mhm. Das war für mich, also kann man schon sagen, so der Sechser im Lotto. Ja, also das war, jetzt hätte ich nie damit gerechnet, dass das funktioniert. Ich wäre froh gewesen, wenn ich es hätte fotografieren können, aber er hat es mir wirklich mitgegeben. Und das war natürlich dann eine Geschichte, wo ich sage, jetzt kannst du es ja auch mal nach westlichen Methoden untersuchen lassen. Und das habe ich dann gemacht zwischen 1993 und 1995. Dort ging es natürlich darum, zunächst erstmal, wie alt ist das Palmblatt? Das habe ich hier im Kernforschungsinstitut in Rossendorf hier bei Dresden, habe ich das machen lassen. Heute gehören die Kollegen zum Helmholtz-Institut. Den Reaktor, den die damals noch hatten, den gibt es nicht mehr. Aber damals war eine Altersbestimmung mit der C14-Methode war möglich. Und sie haben auch noch die Thermolumineszenz-Methode verwendet und haben eben festgestellt, das Palmblatt ist ja organisches Material, das kann man datieren. Und haben eben festgestellt, die Trägersubstanz, also dieses Blatt, ist rund 400 Jahre alt, also damals so 380, 390 Jahre. Ja, also sagen wir, rund 400 Jahre ist das alt. Das heißt also, vor 400 Jahren hat jemand dieses Blatt geschnitten, hat es entsprechend präpariert, hat es getrocknet und zum Beschreiben vorbereitet und dann ist es beschrieben worden vor rund 400 Jahren. Jetzt war natürlich die Frage, der Text, der dort geschrieben steht, sind das jetzt so allgemeine yogische Lebensregeln, irgendwelche Astrologie oder ist es tatsächlich ein Lebenslauf? Und das herauszufinden war schwieriger. Ich habe im September des Jahres 1993 das Blatt übergeben an die Karls-Universität in Prag, an den Professor Dr. Jaroslav Vacek, der leider Gottes nicht mehr unter den Lebenden weilt, damals mir aber eine sehr, sehr große Hilfe gewesen ist. Und er und sein Kollege, der Dr. Damodaran von der Universität Göttingen, die haben 2 Jahre lang gebraucht, obwohl sie beides Alt-Tamilistiker waren, also
Forscher, die sich damit hauptberuflich beschäftigten, die haben 2 Jahre gebraucht, um diesen Text zu übersetzen und nur um festzustellen, es ist tatsächlich mein Lebenslauf. Also das, was ich damals schriftlich von dem Palmblattleser 1993 in Englisch bekam, hatte ich dann 2 Jahre später im November 1995 schriftlich nochmal auf Deutsch von den Wissenschaftlern. Also man kann wirklich sagen, auf diesen Palmblättern steht halt tatsächlich ein individueller Lebenslauf. Das ist nicht irgendetwas Beliebiges, sondern das ist tatsächlich personalisiert. Das ist ja auch das, was Kritiker dann anregen. Ja, das ist eine Frage der Interpretation und klar, Lebensweisheiten gibt es in allen Kulturen. Man muss aber dazu sagen, vielleicht, und vielleicht hat das deswegen auch so lange gedauert, das Tamil ja, also was in Südindien, einer der ältesten indischen Sprachen überhaupt, da überhaupt jemanden heute zu finden, der sich das überhaupt übersetzen kann, das ist alleine schon eine Riesenkunst, weil es eine, ähnlich wie Latein, schon fast eine ausgestorbene Sprache ist. Nur, dass heute Latein noch übersetzt wird und gelehrt wird, aber Tamil eben nicht, ne? Ja, also Alt-Tamil ist wirklich, man kann es, also man konnte es, ich weiß nicht, ob es noch möglich ist, aber man konnte es zumindest auch in Deutschland studieren, an der Universität von Göttingen und auch an der Universität zu Köln, da gibt es ein Institut für Tamilistik. Ich habe mir aber sagen lassen, die Regelstudienzeit sind mindestens 24 Semester, also 12 Jahre. 12 Jahre, da hat man die Grundkenntnisse. Ja, also das war schon eine gewaltige Leistung. Ja, genau. Wer macht es halt? Ja? Das ist diese Geschichte Orchideenwissenschaften. Ne? Mhm. Obwohl gerade mit dieser alten Sprache, das ist der Schlüssel. Ja. Da liegt so viel an Informationen. Also wir reden ja nicht nur über die Yajurveda, also die Kunst der Zukunftsdeutung, ja, das Yajurveda, sondern wir reden ja auch über andere Teile der Veda. Also gerade mal Ayurveda. Wenn ich so sehe, die letzten 3 Jahre, was uns das gekostet hat und was dafür für Angst unterwegs war und wie man gesucht hat, das Ganze irgendwo in den Griff zu kriegen. Die Ayurveda bietet unwahrscheinlich viele Heilmittel. Ja, also es gibt auch Hinweise, dass wirksame Mittel gegen HIV zum Beispiel auf ayurvedischen Präparaten basieren. Also dort liegen wahrscheinlich auch die Antworten auf Fragen, die wir jetzt gerade anfangen zu stellen. Aber wenn ich natürlich die Sprache nicht beherrsche, wie will ich da eindringen? Man kann noch weitergehen. Viele in der grenzwissenschaftlichen spirituellen Szene reden über die UFOs. Ja, natürlich hat es die gegeben. Für die Hindus, für die indischen Wissenschaftler ist das überhaupt kein Thema. Die kennen die Vimanas, ne, diese Flugmaschinen, die in den alten Eben beschrieben werden. Und da gibt es ein ganzes Kompendium, was ebenfalls von dem Rishi Bharadwaja beschrieben worden ist. Da geht es um die Vimana Veda, also die Wissenschaft der Aeronautik, die Kunst des Fliegens. Wenn man sich dort mal reinknien würde mit Sprachwissenschaftlern, mit Technikern, man könnte diese Technik nachvollziehen. Man könnte es nachbauen. Ja. Da gibt es auch einen wunderbaren YouTube-Kanal von einem Inder, der das in Englisch macht. Ich habe den Namen leider nicht. Ich gucke aber, dass ich es raussuche. Ich schreibe es mir mal auf. Der sozusagen zu den Gebäuden oder zu den Orten geht und das direkt zeigt. Schaut mal hier, ne? So und so, so hängt das miteinander zusammen. Und das ist die alte Kultur. Und so wird es heute falsch interpretiert. Vielleicht kennst du den sogar, den Kanal. Kann ich dir auf die Sprünge helfen? Das ist Pravin Mohan. Also wenn du suchst auf YouTube Pravin Mohan, der Junge ist super. Der ist wirklich richtig klasse. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal auch mit ihm was zusammen machen kann, wenn wir wieder in Indien sind, weil der ist wirklich ein Kenner der Kultur und hat aber auch diesen technischen Verstand, dass er eben das Ganze auch in Frage oder hinterfragen kann. Und da gibt es so viel zu entdecken. Also das habe ich aus meinen eigenen Erfahrungen. Mhm. Und gerade eben diese Vimana-Veda ist nicht nur in Indien, sondern auch auf Sri Lanka lebendig. Also wer sich damit ein bisschen beschäftigen will, man hat auf Sri Lanka sämtliche Orte, die aus diesem Ramayana-Epos bekannt sind. Die hat man wiedergefunden, unter anderem auch 6 Flugplätze, die dort beschrieben werden. Ja, da gibt es also wirklich auch Reparaturhangars. Das hieß dann eben der Ort, wo die Vögel repariert werden oder der andere Ort, wo die großen Vögel starten und auch wieder landen. Ja, da hat man wirklich so eine bearbeitete Felsfläche gefunden, die also tatsächlich an einen Flugplatz erinnert. Also solche Sachen sind da. Wenn man sieht, eben nur das ist, suchen. Genau, der zeigt das eben. Und das so als, ich würde mir sagen, mal so sagen, wenn du da jetzt als Tourist hinkommst und dir die Gebäude oder die Beschaffenheiten anguckst, kommst du da nicht drauf. Und wenn der fängt aber plötzlich an, dir Details zu erklären und der spricht ein hervorragendes Englisch, das ist wirklich gut zu verstehen und plötzlich macht es Klick und du denkst, was? Ne? Und dann fängst du an, es wirklich zu sehen. Du kannst die Umrisse erkennen. Irre. Das ist dasselbe mit dem alten Wissen. Also gib heute mal, ich sag mal, jemanden, der sich mit moderner Physik beschäftigt oder mit Biochemie vielleicht sogar, gib jemandem mal ein alchemistisches Buch, der Rosenkreuzer meinetwegen, aus
dem Ende der Renaissance oder aus dem 17. Jahrhundert, gib den Leuten mal sowas in die Hand. Ja, die können das lesen, überhaupt kein Problem. Mhm. Aber die Frage ist, ob sie es verstehen können. Mhm. Und so geht es uns mit diesen Bauwerken. Ja, wir sehen das natürlich, aber wer die Geschichten über die hinduistischen Götter und die Legenden und die Epen dahinter nicht kennt und wer sich vielleicht auch nicht mit der Bauweise beschäftigt hat, weil meistens sind die Tempel ja aus einem Stein gebaut, der sehr dauerhaft ist, also Tiefengestein, wo man sich auch fragt, wie haben sie es denn überhaupt gemacht? Ja, und wenn man diese Hintergründe nicht hat, ja, dann ist es natürlich ein beeindruckendes Bauwerk, aber das, was wirklich wichtig ist, das bleibt einem verborgen. Ja, und so ist es halt auch mit diesem alten Wissen. Du hast ja auch im Vorgespräch mir mal so eine Palmblatt so zumindest mal gezeigt. Ich würde jetzt vielleicht mal vorschlagen, dass du es mal in die Kamera hältst, dass mal der Zuschauer mal eine Idee bekommt, wie das überhaupt ausschaut. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass die Zuschauer das mal sehen. Und zwar fangen wir mal mit einem Palmblattbuch an. Mhm. Also das, wenn ich immer von einem Palmblattmanuskript rede, meine ich das hier. Ja, das ist also so ein Block, der sieht so aus, das sind Holzdeckel, zwei Stück. Und zwischen den Holzdeckeln, jetzt drehe ich das einfach mal um, sehen wir hier eine ganze Menge von einzelnen Blättern, die dazwischen verschnürt sind. Das ist also ein Palmblattmanuskript. Das sind natürlich nicht nur Aufzeichnungen aus der Zukunftsdeutung, also der Jyotisha, sondern alles, was wichtig war, hat man früher aufgezeichnet, weil wir aber bei der Jyotisha der Zukunftsdeutung sind. Wir müssen unterscheiden zwischen vedischer Astrologie. Vedische Astrologie sieht so aus, das ist also ein vedisches Horoskop, ja, und natürlich dazu auch noch die entsprechenden Beschreibungen. Hier haben wir mal so, mal sehen, ob wir es größer machen können. Hier haben wir mal so die Buchstaben, ja, das sieht man ein bisschen, ne, das ist praktisch die Erläuterung des vedischen Horoskopes. So sieht ein Palmblatt nicht aus, sondern so sieht eben, wie gesagt, nur ein Horoskop aus. Ein Palmblatt kann man sich dann ungefähr so vorstellen. Also das individuelle Palmblatt-Manuskript, das sieht also so aus. Ja, da hat man hier vorne die Seitenbezeichnung und dann eben den Text auf dem Palmblatt und sieht einfach mal diese Aufzeichnung, die sich da über eine Länge von 30, 40 Zentimetern erstrecken. Und die Palmblätter sind beidseitig beschrieben. Ich drehe es nochmal rum. Hier haben wir die andere Seite, ne, von diesen Aufzeichnungen. Und so sehen diese Blätter auch in der Palmblatt-Bibliothek aus. So sieht auch meins aus. Was ich halt mitbekommen habe, bei mir fehlt nur ein kleiner Abschnitt an der Seite, da ist ein Stück Rand abgeschnitten, weil das hat man für die Altersbestimmung in Rossendorf benutzt. Aber ansonsten ist der Text eben genauso dort zu sehen. Wie die läuft Texte denn das? Im Süden, ja. Wie die Texte im Süden sind immer Altamil. Ja. Altamil, genau. Wie läuft denn das grundsätzlich ab? Also du sagst es, heute gibt es moderne Möglichkeiten. Also es gäbe tatsächlich die Möglichkeit, das Ganze auch aus dem heimischen Wohnzimmer herauszumachen. Klar, ist sicherlich nochmal ein anderes Erlebnis, wenn man jetzt nach Indien direkt fährt, Sri Lanka, Bali etc. Du sprachst es ja davon, dass es sehr, sehr viele gibt von diesen Bibliotheken. Aber wie muss ich mir das denn vorstellen? Ich hatte am Anfang der Sendung ja so ein bisschen angeteasert oder sowas. Ne? Da ging es ja genau, und das hatte ich in diesem Buch gelesen gehabt. Wenn du dich dafür interessierst, wenn es dich irgendwie antriggert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Palmblatt für dich davor liegt, ist da. Gab es denn schon mal den Fall in deinem Kundenkreis von 4.500 Leuten oder mehr, oder die angefragt haben vielleicht, wo du dann vielleicht sagen musstest, nee, es ist leider nichts vorhanden für dich. Ist das überhaupt schon mal vorgekommen? Also ich muss sagen, bei unseren Reisen und auch bei den Online-Lesungen bislang nicht. Ja, das heißt, die Gäste haben alle ihre Informationen bekommen. Ob sie jetzt damit was anfangen konnten oder ob sie da vielleicht bestimmte Sachen lieber nicht gehört hätten, das steht auf einem anderen Blatt. Mhm. Na, aber die Informationen waren da. Ich habe allerdings eben auch von Leuten, denen ich empfohlen hatte, ich gebe auch gerne die Adressen weiter, wenn da jemand sagt, ich reise lieber individuell. Ich habe jetzt kein Monopol auf dieses Wissen. Ja, das heißt, also, wenn jemand da Interesse hat und sagt, ich würde gerne mal halt eben nach Südindien oder ich würde nach Bali, was auch immer, dann gebe ich die Adressen natürlich auch gern weiter, ist kein Problem. Und dort habe ich aber teilweise eben auch die Rückmeldung bekommen, das hat jetzt eben nicht funktioniert, mein Palmblatt war nicht da. Dann habe ich dann aber nachgefragt und dann war mal die Thema, wie sieht es denn aus, was hast du denn gemacht? Und dann stellte sich meistens raus, sehr wenig Zeit, ein sehr knapp kalkuliertes Budget und nicht wirklich eine Vorstellung von der indischen Kultur, also nicht wirklich eine Vorstellung von dem, was einen erwartet. Ja, also ich habe mir bewusst für meine erste Indienreise über 2 Monate eigentlich Zeit genommen, weil ich davon ausgegangen bin, du musst dich erstmal eingewöhnen. Also du musst erstmal klarkommen vor Ort, bevor du überhaupt irgendwie sowas machen kannst. Das sagen aber viele Indienreisen, ne? Das ist kein Land eigentlich für eine Woche oder 2 Wochen Urlaub.
Nee, eigentlich, also zumindest nicht, wenn man das erste Mal unten ist. Mhm. Nicht zumindest, wenn man nicht ein konkretes Ziel hat, also das erste Mal auf jeden Fall mit viel Zeit oder lieber noch mit einer Begleitung. Ansonsten ist es einfach so, wenn man eben diese Bräuche vor Ort nicht kennt, nicht versteht und dann, wie gesagt, da hinkommt und denkt, naja, mein Tamilisch, das spreche ich halt nicht, aber der Leser spricht halt eben nur Tamil und da nehme ich doch jetzt mal meinen Rikscha-Fahrer als Dolmetscher, weil da spricht der Englisch. Dann kommt man so in diese Bibliothek rein und hat vielleicht noch jemanden Rikscha-Fahrer darüber gesprochen, dass er jetzt dolmetschen soll, sondern stellt den einfach vor und sagt, mach das. Und dann unterhalten sich die beiden Kollegen natürlich und das sagt der Rikscha-Fahrer, du, der denkt jetzt, ich übersetze für ihn. Ja, hat noch nicht mal gesagt, ob ich dafür was krieg oder, ne, also normalerweise müsste ich die nächste Fahrt machen, weil ich muss ja meinen Lebensunterhalt verdienen und ich spreche vielleicht 50 Vokabeln Englisch und was du hier machst, habe ich überhaupt keine Ahnung davon, was machst du hier eigentlich, ne? Also wir sitzen hier ziemlich tief drin und wie kommen wir aus da nochmal wieder raus? Ja, und dann lässt der Pantherleser sich halt was einfallen und sagt, naja, pass auf, lieber Gast, also heute steht der Saturn quer und Ganesha hat keine Zeit und Ketu und Rahu, die haben heute auch keine Lust, also ich übertreibe es jetzt mal. Ne? Mhm. Deswegen, heute geht's nicht, also dein Palmblatt ist heute nicht zugänglich oder das ist nicht da, aber komm doch mal bitte in 4 Wochen wieder, weil dann hat der Ganesha seine Saturti gehabt und der Parvati geht's auch wieder gut und dann stehen die Sterne günstig und dann finden wir dein Palmblatt, wohl wissend, dass der Gast natürlich diese Zeit nicht hat. Man hat also diese ungünstige Situation aufgelöst, ohne dass die Beteiligten ihr Gesicht verloren haben. Das war aus meiner Sicht so in den meisten Fällen die Ursache, dass das Palmblatt nicht da war. Also mangelnde Kommunikationsmöglichkeiten, mangelndes Verständnis untereinander und da löst man das natürlich auch auf. Liebe Leute, nur für den Fall, wenn ihr sagt, ihr fragt mal hier an nach einer Adresse, ich gebe die euch und ihr fahrt nach Indien und ihr seid vielleicht nicht so sehr mit einem eigenen Fahrzeug unterwegs oder wollt euch nicht fahren lassen, sondern nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel. Große Bitte. Wenn ihr am Zug steht oder steht am Busbahnhof und ihr wisst nicht genau, welcher Bus der eure ist, fragt bitte nicht, fährt dieser Bus nach Chennai oder fährt dieser Bus nach Bangalore? Der fährt immer dahin. Ich hab diesen Fehler selber gemacht. Ich wollte nach Bangalore und habe gefragt, fährt der Bus nach Bangalore? Ja, natürlich fährt er nach Bangalore. Selbstverständlich, steig ein. Bis ich dann festgestellt habe, nee, ist der Bus nach Kalkutta. Das wäre nicht so gut gekommen, wenn ich dort drin gewesen wäre. Bin dann wieder raus, habe dann die Frage etwas anders formuliert. Also, wohin fährt denn der Bus? Ja, der fährt nach Kalkutta. Du hast doch gesagt, der fährt nach Bangalore. Nee, du hast es gesagt. Mit anderen Worten, nie eine Entscheidungsfrage stellen, immer offen lassen. Weil wenn man das offen lässt, dann bekommt man auch die Auskunft schlussendlich. Also wenn es das Gegenüber nicht weiß, dann holt er den Nächsten dazu und irgendwann bekommt man die Auskunft. Aber nie eine Entscheidungsfrage stellen, weil es gebietet die Höflichkeit, dass der Gast recht hat. Also wie gesagt, der Bus fährt dann immer nach Bangalore, auch wenn er nach Bombay oder nach Kalkutta unterwegs ist. Ja, das vielleicht als Tipp. Es erinnert mich an meine Vietnamreise. Da war ich mit einem guten Freund 4,5 Wochen mit dem Rucksack von Norden bis nach Süden einmal unterwegs. Sowas Abenteuer, das habe ich auch noch nicht erlebt. Da musste wirklich tief ins Vertrauen gehen, weil das Hotel sagte, ja, der Bus ist nicht gekommen, wir schicken jetzt ein Taxi, fahrt irgendwo dorthin, da kommt ein anderer Bus, der fährt aber auch in diese Richtung. Und ich denke mir, ach, um Himmels Willen, weil wir haben einige Dinge haben wir über Inlandsflüge damals geregelt, weil es einfach von der Entfernung her einfach war. Man muss sagen, das Fliegen war dort recht preiswert. Ich dachte, wir kommen doch nie im Leben an den Flughafen an. Und dann vor allen Dingen, wenn du davon ausgehst, du sitzt erst mal 18 Stunden in dem Bus. Ja, das kommt doch nie an. Und es war aber am Ende, sind wir angekommen, Gott sei Dank. Also ja, man muss sich auf andere Kulturen auch irgendwo ein Stück einlassen und ja, ein bisschen auch Vertrauen mitbringen. Es geht halt nicht anders. Und wenn es halt mal nicht klappt, naja gut, ne, dann nicht als Europäer dann da völlig ausflippen, sondern es versuchen, ruhig die Ruhe zu bewahren und eine Lösung zu suchen. Für gewöhnlich funktioniert das. Aber ja, genau. Also ich habe es auch so erlebt. Das bloß noch als Bestätigung. Also Indien ist, wenn du etwas planst und das natürlich völlig schief geht, aber am Ende doch alles klappt. Genau. Das ist Indien. Genau so. Und das denke ich ist, ja, das ist überhaupt Südostasien, so würde ich sagen, ja. Gott sei Dank hatten wir diese Reise damals nicht gleich an den ersten paar Tagen gemacht, sondern wir haben auch anderthalb Wochen Zeit gehabt, uns ein bisschen erstmal überhaupt an die Kultur zu gewöhnen. Und da hat man dann schon gemerkt, okay. Und wir haben gesagt, okay, es kann im schlimmsten Fall landen wir halt irgendwo und müssen von da dann irgendwie wieder irgendwo hin. Okay, das geht schon, ja. Und wir waren jetzt ja keine reinen Backpacker, wo man sagt, okay, wir haben so ein schmales Budget, dass du mit
$3-4 am Tag irgendwie über die Runden kommen musste. Und dann im Zweifelsfall hätte man sich ein Taxi genommen und wäre auch mal 200 Kilometer gefahren. Das geht alles dort, ja. Aber es war eine Erfahrung, die du als Europäer so erstmal, die dich auch zurückschrecken kann. Und das ist, ich kenne einige Indienreisen, ich selber hatte noch nicht das Vergnügen, kenne einige Indienreisen, die auch gesagt haben, ja, es ist die zweite und dritte Indienreise, da ist es, wo du dann entspannt bist, wo du mit der Kultur klarkommst und wo du eigentlich das machen kannst, was du machen willst, weil es überfordert dich einfach, ja. Und in Indien passieren ständig irgendwelche Dinge, die wir nicht einordnen können. Also generell schon nicht, ne? Da stehen Wunder auch in jeder Tageszeitung, habe ich mir mal sagen lassen. Sagen würdest, hier in Ost, wenn du das in Europa lesen würdest in der Tageszeitung, würdest du auch sagen, okay, irgendeiner hat massive Rad ab, ne? Thomas, lass uns aber gerne nochmal da ansetzen. Wie gehen denn die Leute, mit denen du jetzt vor Ort warst, sage ich jetzt mal, ne? Wie gehen die denn damit um, wenn die, du hast gesagt, naja, manche Sachen will man vielleicht auch gar nicht erfahren. Hast du denn von Leuten, was sind so die Rückmeldungen, darauf möchte ich eigentlich hinaus, was sind die meisten eigentlich zufrieden mit dem und verändert das das Leben für die Menschen? Eben halt, ja klar, kann ins Positive oder auch ins Negative, aber du bist ja nah dran, wie sind deine Erfahrungen mit den Rückmeldungen? Hintergrund ist Folgendes. Also man bekommt in der Palmblatt-Bibliothek die Realität gesagt. Wir alle haben eine Wahrnehmung von der Realität, wir haben eine Selbstwahrnehmung und manchmal kollidiert halt die Realität mit der Selbstwahrnehmung und das sollte im besten Fall dann eben zur Veränderung der Selbstwahrnehmung auch führen. Das ist also, was viele Leute eben triggert. Wenn man natürlich eben jemanden sagt, der sich für selbst als großen Heiler bezeichnet und man sagt demjenigen dann in der Bibliothek, na mein Freund, okay, du hast schon ein paar Gaben, aber bist du das wirklich alles so die erschlossen hast, das wird noch ein paar Jahre dauern, da musst du dich halt noch ein bisschen reinknien und dir Wissen aneignen und dir die Fähigkeiten erschließen und dann wird das schon, ja. Und derjenige ist aber der Meinung, er ist schon auf der Meisterebene, dann ist das vielleicht nicht so, was er hören wollte, das meinte ich damit. Aber ansonsten kann man diese Aussagen in der Bibliothek wirklich als Lebenshilfe betrachten. Ja? Weil wenn auch negative Dinge vorhergesagt werden, man nicht einfach damit allein gelassen wird, sondern es wird immer gesagt, warum geschieht etwas? Also wenn ein Ereignis sich ankündigt, meinetwegen gesundheitliche Probleme oder irgendwelche Schwierigkeiten im persönlichen Leben oder ein Jobwechsel, was auch immer, dann wird auch gesagt, also natürlich, dass es passiert, aber es wird auch gesagt, warum es passiert und es wird immer dazu an die Hand gegeben, was man eben aus dieser Situation am besten machen kann. Ein Beispiel, wir hatten ja vorhin schon über die eigene Vergänglichkeit gesprochen und das ist für viele Leute ein großes Thema und ich hatte einen Gast, weil öfters werde ich da immer gefragt, wie sieht denn das aus? Den Leuten wird ja auch, wenn sie es wollen, ihr Lebensalter gesagt. Wie ist denn das so durchschnittlich und wie geht man damit um, wenn man bloß noch ein paar Jahre oder ein halbes Jahr noch hat? Und tatsächlich hatten wir solchen Fall. Da war eben ein Ingenieur aus Wien, der sich, das war in den 90er noch, bei mir gemeldet hatte und damit nach Indien fliegen wollte und sagte, ich sollte mich aber darauf einstellen, er ist immer ein bisschen kränklich und es geht ihm immer nicht so gut, aber er kommt schon klar und er mag die Weißkittel nicht, also er geht nicht zum Arzt, also der kommt schon irgendwie klar. Ja gut, wir haben das dann gemacht, es hat auch alles gepasst soweit. Man hat ihm aber in beiden Bibliotheken, also wir besuchen auf dieser Reise immer zwei Bibliotheken, damit die Leute dann sozusagen nochmal eine Bestätigung oder eine Möglichkeit auch zum Fragen haben. In beiden Bibliotheken hat man ihm gesagt, dass er Krebs im Endstadium hat, dass er noch ein reichliches halbes Jahr zu leben hat. Und da ist er dann zum ersten Mal in seinem Leben wirklich zum Arzt gegangen, also in die Wiener Uniklinik. Und die haben ihn dort die wollten ihn dort behalten. Die haben gesagt, sie haben noch 14 Tage oder maximal 3 Wochen. Wir bringen sie auf die Palliativstation. Also das war's jetzt. Da war die Aussage aber von der Bibliothek, sie haben noch ein reichliches halbes Jahr. Und da hat er gesagt, nee, also darauf lasse ich mich nicht ein. Hat sich dort selber entlassen, hat sich also nur Mittel gegen die Schmerzen geben lassen und hat dann in dieser Zeit, die ihm blieb, noch Dinge getan, die für ihn wichtig waren. Also sich mit seinem Vater versöhnt, eine bestimmte Reise noch gemacht, bestimmte Sachen, die er sehen wollte, ne, bestimmte Erlebnisse sich geschaffen, Dinge in Ordnung gebracht, die noch zu klären waren. Er ist tatsächlich noch im halben Jahr so friedlich eingeschlafen. Also das passte, aber für ihn, oder sozusagen auch für den Seelenplan, war es die Entwicklung, die notwendig war, weil ansonsten hat er diesen ganzen Rattenschwanz von Sachen ins nächste Leben mitgeschleppt. Und so hat er die Möglichkeit gehabt, das hier noch aufzulösen. Also selbst in solchen Situationen, die also den Hinterbliebenen meinetwegen jetzt sehr tragisch erscheinen mögen, oder wenn jemand jetzt davon hört, sagt, mein Gott, was für ein furchtbares Schicksal, aber letztlich ist es doch eben eine positive Situation, dass man dann mit dieser Situation, die nun mal da ist, entsprechend umgehen kann. Also mir hat man auch gesagt, wann mein Großvater geht, mir hat man auch gesagt, wann meine Mutter geht.
Das mag für jemanden sein, Mensch, wie gehst du damit um? Ich meine, die beiden sind inzwischen verstorben. Aber für mich war das wichtig, weil ich habe also meinen Großvater viele Dinge fragen können und mir auch getraut zu fragen über seine Vergangenheit, die ich mir ansonsten nicht getraut hätte. Ja? Mhm. Und ich habe auch mit meiner Mutter Zeit ihres Lebens ein super Verhältnis gehabt. Und es gibt nichts, was ich jetzt im Rückblick sagen müsste, oh, hätte ich doch mal oder wäre doch das mal gewesen oder hätte ich mir den Mut gehabt, irgendwas zu sagen oder zu machen. Das ist alles entsprechend geklärt und damit ist auch Frieden mit der Vergangenheit. Mhm. Ja. Und ich denke, das ist wichtig. Ja, dass daher sehe ich diese Informationen, die wir aus den Panda-Bibliotheken bekommen, sehe ich als Lebenshilfe im besten Sinne. Ja. Das heißt nicht, dass man alles auch verschwindet soll. Vielleicht, ne? Ja, ja, richtig. Sondern es ist nicht so, dass wir dann mit den Informationen einfach nur auf der Couch sitzen und dann warten, dass sich irgendwas realisiert. Haben wir auch schon gehabt, die Vorhersagen. Da war es zum Beispiel im Bekanntenkreis, wurde gesagt, naja, du hast jetzt keine Freundin, aber wenn du halt das nächste Dreivierteljahr unterwegs bist, na, also entweder Urlaub, Reise, so nur was, dann wirst du diejenige treffen und na, ein schönes Familienleben. Nach einem Jahr hat er sich gemeldet, ist überhaupt nichts passiert und alles nur, die haben mich schon haben mir irgendwas erzählt. Ne? Und da haben wir mal gefragt, wie war es denn? War es im Urlaub? Und gab's, ja, ich habe keinen Urlaub gemacht, ich bin früh mal einkaufen gegangen und dann war ich wieder zu Hause. Und da hat dann meine Frau gesagt, na, hat der Kollege eigentlich erwartet, dass der Briefträger die neue ihm vorbeibringt oder was soll hier passieren? Also ein bisschen was müssen wir zu der ganzen Geschichte schon beitragen. Also ich sage dann immer, die Informationen, die bekommen wir aus der Panda-Bibliothek. Was wir daraus machen, das ist unsere Sache. Ne? Also wenn jemand sagt, das ist die Handlung. Handeln, genau. Ne? Und das ist auch der freie Wille. Genau, das ist ja immer den Schulterschluss auch zu Anfang wieder gefunden. Wenn du natürlich... Der Rishi dir jetzt als Beispiel sagt, ja natürlich, du musst aktiv sein, geh raus, dann wirst du jemanden kennenlernen. Das ist jetzt keine große Vorhersage, weil da muss man jetzt nicht freut sein, um das zu deuten. Aber wenn du natürlich den ganzen Tag zu Hause bist, wie willst du denn da jemanden kennenlernen? Es geht ja gar nicht ohne deine eigene Aktivität. Und dann ist das der freie Wille. Ne? Dann hast du dich freiwillig dazu entschieden, dann eben zu Hause zu sitzen. Auch in Ordnung. Aber ich verstehe, glaube ich, und ich denke auch die Zuschauer verstehen, worauf du hinaus möchtest, dass es eben ein Miteinander ist, auch mit diesen Informationen umzugehen. Worauf ich hinaus wollte ist, ne, musst du da einen Psychologen mitnehmen, ja, auf gut Deutsch, falls da einer ne, schreckliche Botschaften bekommt über sein Leben. Aber wenn du sagtest, das ist ja eine Lebenshilfe, das heißt, dir wird ja natürlich auch erklärt, wie es funktioniert, wie es zusammenhängt und ich denke, die allerwenigsten werden dorthin fahren ohne ein erweitertes Weltbild und das wirst du schon brauchen und dann hast du eben halt auch die Ruhe darin zu verstehen, was bedeutet Tod eigentlich und wie hängt das mit den Energien zusammen? Ne? Und das macht natürlich nochmal eine ganz andere Situation. Ich fand aber spannend, wie du das vorhin nochmal beschrieben hast, dass du gesagt hast, mit Hinblick auf dieses Wissen und der zweifelsfreien Überzeugung, die du hast, dass das, was dort steht, auch wahr ist. Und man sagt dir, es sind so und so viele, das ist dein Alter. Ja, und du kommst heute in eine Situation, die gefährlich ist. Heißt sicherlich nicht, dass du blauäugig bist oder leichtsinnig bist, aber du weißt, okay, wenn was kommen könnte, es betrifft jetzt nicht meinen unmittelbaren akuten Tod, weil der ist woanders, ja, der kommt zu einem anderen Zeitpunkt. Das ist jetzt vielleicht ein ziemlich krasses Thema, aber es gibt sicherlich auch andere Themen, wo der Rishi dir sagt, ja, deine geliebte Frau wirst du erst, weiß ich, spät im Leben kennenlernen oder der Erfolg, den du dir vielleicht wünschst, kommt ein bisschen später im Leben. Bleib dran, halte durch. Whatever, ja, also wo man einfach sagt, okay, da bleibt noch was übrig, wie man so schön sagt, die Hoffnung, ne? Ja, weil du gerade diese Beispiele gebracht hast, bleiben wir erstmal bei dem krassen Thema. Ne? Ich hatte, habe ich erwähnt, nicht nur Indien als Reise- und Forschungsziel, sondern eben auch europäische Länder, wie gerade Südfrankreich. Und da bin ich ja an der Geschichte da am Rennes Château seit 1992 schon dran. Und dort hat sich so eine Situation ereignet, interessanterweise auch in der Panda-Bibliothek vorhergesagt. Und da war gesagt, also Ende August, Anfang September 2004 gibt es bei dir mal gesundheitliche Probleme. Die sind wahrscheinlich auch mit dem Krankenhausaufenthalt verbunden. Also es ist was Schwierigeres. Aber das wird weder irgendwelche dauerhaften Auswirkungen haben und das wird auch jetzt nicht deine geschäftliche Aktivität, wird das nicht beeinträchtigen. Tatsächlich habe ich damals für einen guten Bekannten, der heute noch in Südfrankreich lebt, der hatte sein Fahrzeug verloren, das hatte den Geist aufgegeben und ich habe ihm sozusagen Ersatzfahrzeug runtergebracht. War dann bei ihm und irgendwas hat mich dort unten gepiekt. Ja, irgendwas hat mich gestochen und aus diesem Einstich hat sich dann etwas Unangenehmes entwickelt am linken Arm. Also das war so eine Nekrose und die hat mich dann auf der nächsten Reise, weil ich die nächste Woche dann schon wieder unterwegs war, hat die mich in Rennes in der Bretagne ins Krankenhaus gebracht. Und der Arm war also geschwollen. Ich sah aus, als würde ich mich gerade so in
so ein Alien transformieren wollen. Mir ging es auch nicht gut und die haben mich natürlich auf die Intensivstation gepackt. Und ja gut, die Ärzte sprachen Englisch und ich verstehe auch ein bisschen Französisch, also wir sind schon klar gekommen. Und dann kam aber der Chefarzt dort und mit einem großen Marker und hat also bei meinem Oberarm da so einen Strich gezogen und hat gesagt, ja, wenn das hier drüber geht, dann muss der Arm ab. Ne? Das wird wahrscheinlich so sein. Wir müssen dann gucken, ob wir morgen oder wir morgen das machen. Jetzt stellen wir uns das mal ganz nüchtern vor. Man liegt da in dieser völlig fremden Umgebung. Es geht eben wirklich nicht gut und der Halbgott in Weiß sagt hier, der muss ab. Ne? Die Chance, dass das passiert ist, denke ich, dann relativ groß. Ne? Jetzt hatte ich aber die Informationen aus der Palmberg-Bibliothek und ich war da ja noch nicht nur ein einer gewesen, sondern das war eben 2004, da hatte ich schon etliche Informationen und es hieß überall, also keine schweren Erkrankungen, keine dauerhaften Einschränkungen, keine Verstümmelung. Also ich habe gedacht, nö, also der Kumpel, das passiert jetzt nicht. Ja? Und habe gedacht, dann lassen wir reden. Und am nächsten Morgen kam er tatsächlich wieder, also der Arm war dann abgeschwollen, sah alles gut aus. Und da kam wieder so, der Ritter, ich habe eine große Neuigkeit für Sie. Ich sage, dreimal darf ich raten, Sie müssen nicht operieren. Schaut mich an, woher wissen Sie? Ich sage, ja, ich hatte so meine Information. Hat nicht nachgefragt, woher es hatte. Zum Glück, ich hätte es ihm wahrscheinlich nicht verständlich machen können. Was ich sagen will, dort in dieser Situation war es diese innere Ruhe, na, diese Überzeugung, das ist es nicht. Na, also du behältst deinen Arm und hier ist er, ne? Also kein Problem von der Seite. Dann natürlich auch die Thema Beziehung ist natürlich bei vielen ein ganz großes Thema. Und da war es halt so, dass ich damals, ja, ich hatte es mehrfach erwähnt, mit meiner damaligen Freundin und dann späteren Verlobten und dann auch späteren Frau, dann eben geschieden, dort in Indien gewesen bin. Und da könnten natürlich viele Leute fragen, ja, warum hast du überhaupt geheiratet, wenn ihr euch überhaupt trennt? Ne? Zum einen natürlich die rosa-rote Brille, ganz klar. Das war das Thema freier Wille. Zum anderen war gesagt, naja, es gibt so eine krisenhafte Situation, da besteht auch die Möglichkeit, dass es auseinandergeht. Und in dem Fall, wenn das passiert, hast du noch eine weitere Beziehung, die dauert dann zwischen 13 und 15 Jahren. Die dauerte genau 13,5 Jahre. Und dann kommt entweder diejenige zurück, die erste Beziehung, oder du findest eine neue Partnerin. Aber wie das auch ist, du bleibst dann mit derjenigen zusammen und wirst auch nochmal heiraten. Und ja, ich hatte das so zur Kenntnis genommen, dann erfolgte die Trennung, erfolgte die Scheidung. Es gab diese zweite Beziehung und dann war also diese Zeit herum. Und es war gesagt, wenn du die neue Frau kennenlernst, passiert das beruflich bedingt. Und tatsächlich musste ich fürs Büro was einkaufen, habe in diesem entsprechenden Elektronikmarkt da eine ganz nette Mitarbeiterin kennengelernt, die mich das super beraten hat. Später haben wir uns dann mal auf einen Kaffee getroffen und ja, halbes Jahr später waren wir halt ein Paar. Und interessanterweise hat dann aber meine erste Ex-Frau auch den Kontakt nochmal gesucht. Also es war genau diese Situation. Mhm. Aber ich hatte mich eben schon entschieden. Und da sind wir auch bei dem Thema, was du vorhin angesprochen hast. Ob ich einen Psychologen brauche auf den Reisen, brauche ich nicht, habe ich schon. Also meine Sabine kümmert sich dann so um das Seelenheil unserer Mitreisenden, unserer Gäste. Macht sie auch jetzt hier bei den Online-Lesungen, sie ist im Hintergrund auch mit dabei. Und ich bin derjenige, der so eher für das Außen zuständig ist, also für die Übersetzungen und für die Wissensvermittlung und die ganzen Geschichten. Aber so das seelische Auffangen unserer Gäste, da kümmert sich Sabine drum und das macht sie wirklich großartig. Auch von der Seite ergänzt sich das auch sehr, sehr gut. Ich muss ja leider, da möchte ich auch gerne in den letzten Minuten dieser ersten Folge hier heute noch darauf hinweisen, wenigstens. Es ist leider gar nicht so ohne weiteres möglich, einen Termin ja einfach zu kriegen jetzt für so eine Palmberg-Lesung. Also ich rede jetzt zum Thema, wir sitzen im Wohnzimmer und machen das. Denn du hast mir auch im Vorgespräch schon gesagt, ihr seid auf Monate, wenn nicht sogar noch länger, wirklich ausgebucht. Das ist, der Andrang scheint riesig zu sein. Aber klar, es wundert mich ehrlich gesagt auch nicht, weil viele Menschen natürlich gerade in diesen Krisenzeiten, das war auch schon immer so, da wird immer ein Orakel befragt, da wird immer, ne, zu gucken, was kann man deuten. Ich würde aber ganz gerne, bevor wir das abschließen, ein kleines Thema noch mit reinnehmen. Wie sieht denn deine Einschätzung aus? Kann denn die Palmblatt-Bibliothek auch was zu unserer kollektiven Zukunft sagen? Ja, nicht nur für den einzelnen Menschen. Und wie sieht es vielleicht aus? Was steht uns denn vielleicht bevor? Oder wie sind deine Informationen zu diesem Thema, was vielleicht in 2023, 2024, wie auch immer die Zeiten sich ergeben, was hast du denn dazu zu vermelden vielleicht? So, ja, das ist natürlich auch etwas, es gibt Verweise auf meine Webseite, ich denke, da kann man den Linken mit reinpacken. Ich habe ein Manuskript im Besitz, was ich in Tanjore, das ist eine Universität in Südindien, in der Stadt, an der Universität von Tanjore, lasse ich ein Manuskript übersetzen, wo immer so diese jährlichen Vorhersagen drinstehen, das ebenfalls auf die Regies zurückgeht. Das, was aktuell ist, findet man auf der Website. Und wir haben natürlich durch die Zusammenarbeit mit der Bibliothek in Chennai, mit der wir auch die Online-Lesungen machen, das ist
ist eine der beiden Bibliotheken, die ich auf meinen Reisen auch immer mit den Gästen besuche, haben wir natürlich jetzt seit einem reichlichen Jahr auch immer wieder Updates von dem jeweiligen Leser. Muss ich dazu sagen, es war nicht die Idee unseres Lesers, es war auch nicht die Idee von mir, sondern der Rishi, also der Schöpfer dieser Palmblatt-Bibliothek, hat sich beim Leser sozusagen gemeldet, weil dieses Art von Nadi-Reading, was er dort praktiziert, das nennt sich Jivanadi. Und beim Jivanadi ist es halt so, wenn der Leser den Text auf dem Palmblatt vorträgt, also das Alt-Tamil rezitiert, dann ist der Rishi energetisch präsent. Na, das heißt also, der spricht dann sozusagen durch den Leser zu den Anwesenden. Und dieses Wesen hat sich also beim Rishi, beim Palmblatt-Leser gemeldet und hat gesagt, du, mach doch mal so so allgemeine Vorhersagen, also was jetzt so die nächsten Monate passiert, da habe ich was dazu zu sagen, das könnt ihr doch den Leuten mitteilen. Und so sind wir auf die Idee mit den Updates gekommen. Es war übrigens auch der Rishi, der gesagt hatte, naja, wenn die Leute jetzt nicht persönlich nach Indien kommen können, da 2020, wo die Grenzen zugingen, ja, sollte man doch die Segnung der modernen Technik nutzen, dann können wir das auch online machen. Ich war davon im Anfang überhaupt nicht überzeugt, aber wir hatten auch damals schon eine starke Nachfrage, natürlich auch von Gästen, die mit uns vor Ort gewesen waren. Wie gesagt, dann, mein Gott, ich bräuchte jetzt noch mal eine Information aus der Palmblatt-Bibliothek. Meine Firma steht hier auf der Kippe. Na, also wir können nicht mehr produzieren. Ich habe aber 40 Angestellte. Wie geht's denn hier weiter? Und damit haben wir angefangen und das hat super funktioniert. Und dann haben wir uns eben entschlossen zu sagen, okay, wir bieten es einfach mal an. Und die Nachfrage, wie du sagtest, ist wirklich groß. Deswegen haben wir uns eben auch entschlossen für diese allgemeinen Updates. Die erscheinen so immer 4 bis 6 Wochen Abstand. Wir hatten vor 3 Wochen das letzte jetzt. Und sag mal einfach mal die große Zusammenfassung, was die großen Themen waren. Die letzten Jahre war ja die Pandemie. Maßnahmen, gerade großes Thema Zwangsimpfungen. Da deuteten alles darauf hin, das wird kommen. Der Rishi hat gesagt, nein, wird nicht kommen und es kam am Ende nicht. Ne? Ja. Und ebenso mit dem Krieg in der Ukraine, da war das Thema, wird es einen dritten Weltkrieg geben, wird sich das daraus entwickeln? Nach wie vor der Aussage, nein, Mitteleuropa ist nicht bedroht, wir werden hier keine kriegerischen Auseinandersetzungen haben, es wird nicht irgendwie einen Atomkrieg geben, das steht nicht an. Allerdings in Osteuropa noch weit in dieses Jahr hinein, also wir erleben es ja gerade auch eine weitere Eskalation, das war genauso vorhergesagt, wird aber am Ende am Verhandlungstisch enden, es geht auch schon in diese Richtung. Na, im zweiten Halbjahr wird es dann auch die entsprechenden Entwicklungen geben, aber der Konflikt bleibt dort, wo er jetzt ist. Na, Sie sagen, es wären noch andere Länder, also Polen und möglicherweise Weißrussland werden dort ihren Teil noch mit beitragen. Das lässt sich auch schon absehen. Aber wie gesagt, Mitteleuropa ist davon nicht betroffen. Und eine weitere Aussage, jetzt gerade die wirtschaftlichen Probleme, die Migrationskrise, die wir haben. Dort interessante Aussagen bis 2025, gerade jetzt auch nochmal zwischen April und August diesen Jahres, sieht der Regie für den deutschsprachigen Raum, also speziell auch für Deutschland, erhebliche wirtschaftliche Probleme, auch Probleme mit der Energieversorgung. Würde ich jetzt auch als gegeben annehmen, wenn tatsächlich die letzten 3 Kernkraftwerke vom Netz gehen, dann denke ich, könnte es durchaus ein Problem geben, was die Versorgungssicherheit anbetrifft. Wird sich aber stabilisieren, also diese holprige Zeit, dieses Auf und Ab, diese Unsicherheit, und das ist das, was den meisten Leuten wirklich Angst verursacht, das sieht er so im Jahr 2025 enden. Dann wird sich auch das Neue manifestieren und da hat er gesagt, es wird tatsächlich ein Wettlauf der einzelnen Völker geben, wer das lebenswerteste Modell für die Zukunft präsentieren kann. Mhm. Und diejenigen, die also so eher so eine technokratische und transhumanistische Agenda vertreten, dort hat er ist die Aussage, die werden Ende dieses Jahrzehnts, so ab 2030, sich ein anderes Spielfeld suchen. Die werden halt auf dem Mond oder auf dem Mars sozusagen versuchen, ihre Ideen umzusetzen. So nach dem Motto, ja, hier unten, ihr seid ja so undankbar, ihr wollt das ja nicht, was wir wollen. Jetzt machen wir unseres, wir suchen unseren jungfräulichen Planeten und gestalten das. Ob das jetzt Erfolg hat, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber auf die Weise wird sich auch dieses Problem lösen. Und gerade die Zeit zwischen 2026 und 2030 sieht er also die Zeit eines positiven Wandels. Und ab 2031 dann wirklich auch, dass das Neue fassbar ist, dass es wirklich dort eine lebenswerte, eine schöne Welt, eine Welt mit Zukunft geben wird. Und diejenigen, die also jetzt hier mit der Erde, mit Gaia im Einklang leben möchten, die dort Harmonie suchen, sagt doch, die werden sozusagen die Welt erben. Die anderen suchen sich halt ein neues Spielfeld da auf den Planeten unseres Sonnensystems. Also so wird sich das Ganze im Verlauf der nächsten Jahre und Jahrzehnte auch entwickeln. Und wie gesagt, für Deutschland auch interessanterweise gesagt, dieses Problem, was wir jetzt im sozialen Bereich haben, aufgrund der starken Zuwanderung, soll sich ab 2026 auch umkehren. Also da werden viele von denen, die gekommen sind, das Land auch wieder verlassen. Und andere, die jetzt ausgewandert sind, kehren zurück. Also dort sieht man auch eine wirtschaftliche Erholung, auch eine Veränderung unserer Gesellschaft, dass sozusagen bestimmt
bestimmte Dinge auch wieder gerade gerückt werden. Also das letztlich eine sehr positive Aussage, die spiegelt sich auch in den Aussagen für die einzelnen Klienten wieder, also wenn man so die Zeitangaben vergleicht, wie sich da die Entwicklung, wie das abläuft, es deutet wirklich darauf hin, dass wir ab zu 25 eine konstruktive Phase der Entwicklung erleben werden. Ne? Mhm. Also wo sich auch viele Dinge wieder entspannen. Und interessanterweise, ich habe es auf der Website auch nochmal da verlinkt, es gibt andere Vorhersagen, die jetzt mit den Palmblatt-Bibliotheken nichts zu tun haben, gerade auch die sogenannten Jaja-Bhaja-Prophezeiungen, die auf den König aus Java zurückgehen, aus dem 12. Jahrhundert. Der hat da solche Sentenzen hinterlassen, die bisher auch alle eingetreten sind. Interessanterweise hat der Typ auch den Lockdown für Indonesien vorausgesehen. Der hat gesagt, das Archipel wird wie mit einer eisernen Kette umschlossen sein. Ich könnte mir darunter nichts vorstellen. Ich habe gedacht, eine Belagerung oder sowas. Da kannte ich eben das Thema Lockdown noch nicht. Also auch das ist eingetreten. Und auch genau diese Jaja-Bhaja-Prophezeiungen sagen aber ab 2030, 2031 einen regelrechten Weltenwandel voraus. Also eine wirklich positive Zeit. Interessant ist, ich mache ja mit meinem guten Freund und Kollegen und geschätzten, ja, Freund muss ich sagen, Martin Strübin, ja, die Zeitqualitäten in ein Format, 3-Stunden-Format einmal im Monat. Da geht es um die Maya-Qualitäten, die Monde und so weiter und so fort. Und auch da zeigt sich genau diese Daten wieder. 25, 30 sind so Schlüsselmomente, wo auch immer wieder sich aber zeigt, wir haben es in der Hand. Da kommt wieder der freie Wille ins Spiel. Wenn wir gar nichts tun oder es geschehen lassen, kann es auch in andere Richtungen gehen. Aber richtig. Wir sind auf einem guten Weg und ich danke dir natürlich, dass du das auch nochmal in dem Sinne bestätigst. Vielleicht bekommen wir das ja sogar regelmäßig immer mal wieder mit hin, dass wir da solche Updates, wenn du die sowieso regelmäßig macht. Moment, so ist das halt manchmal hier. Dass wir diese Infos natürlich unseren Zuschauern gerne auch mit auf den Weg geben. Finde ich großartig, dass du da natürlich auch dich bemühst, eben halt genau diese brennenden Themen, die wir ja gesellschaftlich haben, die auch mit abzudecken. Ich glaube, uns ist eine sehr, sehr gute erste Sendung gelungen. Du sprudelst vor Informationen. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste, wirklich, weil das ist ein Erlebnis, es ist eine Erfahrung. Ohne jetzt selber eine Palmblatt-Bibliothek jeden Besuch zu haben, spürt man schon, dass da was passiert. Und ich glaube, es gibt sicherlich auch genügend Zuschauer, die sich jetzt für dieses Thema interessieren. Da der Hinweis, lieber Zuschauer, du kannst mir eine E-Mail schreiben. Ich schreibe dir die Kontaktdaten unten rein. Also falls du dich für eine Reise interessierst, falls du vielleicht auch so dich für eine Lesung bewerben möchtest oder da einen Termin erwünscht, dann schreib mir einfach eine Mail. Ich gebe das dann gerne an den Thomas weiter. Und auch ich werde schauen, eine solche Lesung zu bekommen, weil es mich, wie gesagt, schon seit Jahren eigentlich antriggert. Und jetzt weiß ich auch, wieso. Ja, weil dieser unmittelbare Kontakt mit dir hat mir das für mich nochmal so gezeigt. Faszinierendes Thema. Unabhängig davon muss ich sogar sagen, ob man jetzt daran glaubt oder nicht. Ich bin aber auch jemand, der open-minded ist und denkt, okay, ich will mir das einfach mal anhören. Und ja, es gibt so, ne, jeder hat in seinem Leben so ein paar Brocken, die er gemeistert hat oder vielleicht noch nicht oder mittendrin steht. Und wenn sich sowas dann natürlich in so einer Bibliothek dann lesen lässt und man kriegt so eine Rückschau und denkt sich, ja, stimmt, ja, es verändert dich. Und wir werden auch noch in anderen Sendungen mal auf diese Veränderung tiefgreifender eingehen, was es eigentlich bedeutet für dein Weltbild auch, wenn du diese Informationen bekommst. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass du absolut in diese Ruhe eintauchen kannst, in deiner Mitte sein kannst und in einem tiefen Vertrauen und jetzt gar nicht nur in Gott oder in einen Rishi oder sonst was, sondern in dich selbst. Ja. Und das ist das, was ich hier bei Blaupause viele, viele Jahre auch immer wieder versuche, den Menschen eine Anregung zu geben, das Vertrauen in sich selbst wachsen zu lassen und jede Information, die da ist, zu nutzen, wenn sie dich eben im Leben wirklich bereichert. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt zum Thema, ne, negative Informationen oder nicht. Wenn es dich in deinem Leben etwas dir bereichert, dann ist es nie schlecht für dich. Und viele Stürme in deinem Leben kommen nicht, um dich zu zerstören, sondern um den Weg frei zu blasen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Würdest du sicherlich genau ähnlich sehen, oder? Genau. Ja, das ist wirklich so. Und man ändert dann auch seine Lebenshaltung dahin, dass eben das Glas nicht mehr halb leer ist, sondern es eben immer halb voll. Ja, das ist einfach mal, man sieht dann eben auch die positiven Dinge eher und man hat auch dieses Vertrauen dann sozusagen in die eigene Tatkraft, in den eigenen Weg, den man geht und eben auch das Gefühl, dass man diesen Weg auch erfolgreich gehen kann. Also dass man nicht scheitert, sondern dass es eben der Weg ist, den man in diesem Leben verfolgen kann. Und das, denke ich, ist das Wichtigste, diese Selbstsicherheit, dieses Urvertrauen, ja, was dadurch wieder hergestellt wird. Weil viele, wie du sagtest,
man hat in seinem Leben so den einen oder anderen Tiefschlag erlitten. Und ich muss rückblickend, würde ich sagen, war es eigentlich auch so, dass diese Palmblatt-Bibliothek da oder dieser erste Besuch 1993 mir dort auch wieder eine Sicherheit gegeben hat, weil man muss ja die damalige Situation berücksichtigen. Bis 89 war ich von dem überzeugt, was ich gemacht habe. Und nach 89 kamen dann Leute und haben mir erzählt, dass ich also die ersten 20 Jahre meines Lebens komplett falsch gelebt habe. Was ich völlig komplett falsch gelegen habe. Und dass das sozusagen eigentlich verschwendete Zeit war. Und die wussten genau, was sie hätten an meiner Stelle richtig machen sollen. Mhm. Ja, das war so eine sehr interessante Erfahrung. Das heißt nicht, dass ich den Leuten das geglaubt habe. Aber es war schon beeindruckend. Und diese Sicherheit, dass man eben die seine Lebenszeit doch nicht verschwendet hatte, sondern dass es alles so richtig war, wie es gewesen ist, die habe ich halt auch aus der Palmblatt-Bibliothek, aus meiner persönlichen Lesung dort bezogen. Mhm. Da hat sich auch viele Dinge für mich persönlich geklärt. Mhm. Wir haben ja in der, gerade und vor allen Dingen in der Szene, immer wieder das Thema Aufwachen, Aufwachen, Aufwachen. Die Menschen müssen aufwachen. Und ja, ich finde auch, zum Teil stimmt das auch, aber viel entscheidender für mich ist eigentlich, dieses Wort mal zu verändern in Aufstehen. Ja, und jeder Tiefschlag, wenn du ihn annimmst und wenn du weißt, er soll dich was lehren und diese Lehre daraus irgendwie auch, egal aus welchen Informationsquellen du die hast, aus einem Orakel, Kaffeesatz, Palmblatt, spielt keine Rolle, ja? Oder aus dir selber heraus idealerweise, er macht dich immer stärker. Er bringt dich nämlich genau wieder auf den Pfad, wo du sagst, da fühle ich mich wohl. Und es räumt die Dinge weg in deinem Leben, die da gar nicht hingehören und vielleicht auch gar nicht nie gemusst haben oder sonst irgendwas. Und das ohne Gram, ohne Ärger, Stress oder wir kennen das alle, so dieses Thema, ach, hätte ich, ne, das immer wieder, hätte, wenn und aber, hätte ich doch nur lieber. Sondern wir akzeptieren einfach, dass wir eine Reise machen, im wahrsten Sinne des Wortes in einer Reise. Und da fallen wir mal links rum, da fallen wir auch mal rechts rum. Aber wenn wir wieder aufstehen, nicht nur aufwachen, aufstehen wieder, dann haben wir die Dinge in der Hand. Für uns, dann für den kleineren Kreis, dann für den größeren Kreis und dann für alle. Genau. Ja? Genau. Das ist, denke ich, auch das Geheimnis von Erfolg. Also einmal mehr aufstehen, als man auf die Nase gefallen ist. Genau. Ja. Und ich bin inzwischen sogar so frech, dass ich sage, also wenn jemand redet von Fehler machen, also ich sehe das nicht als Fehler, sondern in einer bestimmten Situation ja, trifft man Entscheidungen. Und man trifft diese Entscheidung immer aufgrund der Kenntnisse, die man hat und aufgrund der Gründe, die man hat. Und wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dann hat die natürlich ein Ergebnis. Und im Idealfall ist das Ergebnis, es funktioniert. Mhm. Weniger ideal ist, wenn dir das Leben zeigt, so funktioniert es nicht. Ja, das ist das, was dann die meisten Leute sagen, du hast einen Fehler gemacht. Ne? Also wenn es so nicht funktioniert. Man hat mal den Erfinder der Glühbirne, hat man mal gefragt, der hat also über 1000 Versuche unternommen, eine Glühbirne herzustellen und die hat über 1000 Mal nicht funktioniert. Und dann hat man ihn mal gefragt, wieso sind Sie denn so überzeugt, dass es weitergeht und was meinst du denn jetzt diesen 1000 Fehlversuchen? Und dann hat er gesagt, wieso Fehlversuche? Ich habe 1000 Wege gefunden, wie man eine Glühbirne nicht herstellen kann. Ja, das ist doch auch was. Also diese Sichtweise, die finde ich faszinierend. Ja, und das ist das, was ich eben auch an den Palmblatt-Lesungen schätze, es geht um eine konstruktive Entwicklung. Es geht nicht um Ohnmacht, es geht nicht um Angst, sondern es geht darum, das eigene Vertrauen zu finden und das Vertrauen in den eigenen Weg. Und da hast du vollkommen recht, wenn du sagst, wenn wir den eigenen Weg finden, dann finden wir auch den Weg für die, die mit uns gehen und dann wieder für einen größeren Kreis und am Ende finden wir die Lösung für alle. Und nur so kann es funktionieren. Und nur so. Nicht mit irgendwelchen Zwangsbeglückungen von außen. Ja. Ganz genau. Ja, und das soll uns sicherlich, egal welche, ich bin auch kein großer Freund von Religionen, ja, aber egal welche Religion, Glaubensrichtung oder sonst irgendwas, letzten Endes haben sie aber im Kern alle genau eine ähnliche bis gleiche Aussage, ja. Und das ist eben halt auch zuerst mal wieder sich selber helfen zu können. Für viele von uns, die wollen das große Ganze verändern, ja, die Welt verändern, Weltfrieden und alles gut, das ist ein ehrbares, anständiges Ziel. Aber wie gesagt, wenn du nicht in der Lage bist, dein eigenes Leben eigentlich dir selber zu helfen, wie kann denn der Anspruch entstehen, das große Ganze zu ändern? Und ich glaube, alle diese Dinge, die wir hier erfahren und die wir jetzt als Informationen zu uns kommen, es gibt fantastische Themen. Ich mache das hier genau deswegen, weil ich auch so ein Querkopf bin, der sich für viele Themen interessiert. Aber es sind genau diese Dinge eben, die uns wieder zurückbringen. Was machst du denn jetzt da draus? Ich? Nicht fürs große Ganze. Was mache ich jetzt da draus? Und wenn diese Entwicklung stattfindet, dann kommst du gar nicht drum herum, natürlich deinen Mitmenschen zu helfen. Das geht doch gar nicht anders.
Das ist doch normal. Das ist doch, dann brauche ich aber auch kein Bienchen auf der Schulter oder, ne? Sondern es ist Normalität. Wenn es mir gut geht, sorge ich dafür, dass es anderen mit gut geht. Wie hat er gesagt? Ja, was ist, wenn ich die Meisterschaft erreicht habe? Fragt der Schüler seinem großen Guru und Lehrer. Ja, dann hilfst du anderen dabei, ihre Meisterschaft zu erreichen. Und da kommt die Kaskade zusammen. Und letztendlich soll es ja auch darum gehen. Und ich finde es schön, dass wir da sehr nah letzten Endes eigentlich auch beieinander sind. Und es war mir ein echtes Fest, ein echtes Vergnügen, dir zuzuhören. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr da auf diesen Kontakt und dass wir nun miteinander wirklich vernetzt sind. Und da werden wir sicherlich die ein oder andere wirklich spannende Sendung machen. Vielen, vielen Dank, lieber Thomas, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir für die Möglichkeit und für dieses wunderbare Gespräch. Ich fand's richtig toll. Und ich merke auch, wir sind da auf einer Wellenlänge, weil du gerade vorhin von den Religionen sprachst und dem gleichen Inhalt. Ich bin sogar so verwegen und sage, letztlich lässt sich der Inhalt sämtlicher Weltanschauungen, sämtlicher Religionen auf einen einzigen Satz reduzieren, der da lautet: Handle an anderen stets so, wie du wünschst, dass an dir selber gehandelt werden möge. Das ist der Inhalt. Der Rest ist Verpackung. Leider streiten sich die meisten Leute um die Verpackung und weniger um den Inhalt. Aber ich denke, wenn man den Inhalt folgt, dann ist man auf dem richtigen Weg. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Vielen, vielen Dank, wie gesagt. Und wunderbar, danke, großartiges dir. Geschenk, was du den Menschen hier machst, dass du den Zugang auch zu diesen Kulturen zeigst, dass du den Zugang auch zu diesem verborgenen Wissen ihnen gibst. Und das ist eine ganz großartige, auch ehrbare Leistung, die du da vollbringst. Insofern merkt man auch, dass du da sehr zufrieden mit bist und da dein Lebensglück gefunden hast. Und das ist immer schön, sowas dann auch bei anderen Menschen zu sehen. Weißt du auch warum? Weil es abfärbt. Das darum ja, geht's. Genau. Weil's abfärbt. Das hoffe ich, ja. Sehr schön. Thomas, wir sehen uns zur nächsten Sendung. Herzlichen Dank nochmal. Ich danke dir und bis bald. Liebe Zuschauer, wenn ihr mehr wissen wollt, ich schreibe euch alle Informationen, die wirklich wichtig sind, schreibe ich euch unter dieses Video drauf. Gebt uns bitte einfach eure Rückmeldung auch dazu. Bewertet bitte dieses Video auch. Das ist wichtig auch für den Algorithmus. Und ja, ich gebe euch die E-Mail-Adresse, wo ihr mich erreichen könnt, wenn ihr da Kontakt haben wollt. Ich gebe das dann auf jeden Fall gerne weiter. Ist sicherlich so rum der einfachste und schnellste Weg vor allen Dingen auch. In diesem Sinne hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns zur nächsten Folge bei Blaupause TV. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Ciao.